We'll be right back.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen jetzt hier zu der letzten offiziellen Vorlesung in diesem Jahr. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Lassen Sie mich mal kurz schauen, ob jetzt hier alles funktioniert. Jetzt hier alle versammelt, nicht wahr? Bitte entschuldigen Sie jetzt hier, dass es noch ein bisschen dauert. Immer. Ja, das ist nicht immer so ganz einfach, jetzt hier das gleichzeitig zu machen. Okay. Leuten bei Twitch. Alles gut? Muss jetzt mal schauen. Läuft alles? Ja, natürlich kann es ein bisschen hängen manchmal. Das ist ja nichts Neues mittlerweile. Ja, kennen Sie ja schon. Kann es jetzt hier nicht immer sehen. Ja, okay. So. Okay. So, scheint jetzt hier das nicht letzten Endeffekt jetzt hier dann zu funktionieren. Fragt jemand, wann die Vorlesung dann weitergehen wird? Nach quasi im neuen Jahr. Und soweit ich weiß, wie gesagt, ich bin jetzt hier leider nicht gerade 100% informiert. Aber soweit ich weiß, geht die Vorlesung, also haben Sie jetzt wieder noch bis zum 8.1. die vorlesungsfreie Zeit. Das ist so der Plan. Am 11. Okay. Donation Nail für nicht für einen neuen Monitor, sondern für eine neue Grafikkarte, aber ich werde wahrscheinlich jetzt im neuen Jahr ein bisschen aufrüsten, dann funktioniert das ein bisschen besser, hoffentlich. Ja, bis dahin müssen Sie sich noch jetzt hier ein bisschen gedulden. Also eine neue Grafikkarte wird's. Monitor ist gut. So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt hier dann zu der 21. Vorlesung. Können Sie alles erkennen? So, ich gucke jetzt hier gerade bei den Twitch-Leuten. Okay, also Twitch scheint jetzt hier zu laufen. Ich kann jetzt hier leider nicht den Chat sehen. Ich muss es jetzt leider auf YouTube sehen. Also wenn Sie dann Fragen haben, gehen Sie vielleicht bitte kurz zu YouTube. Ja. Das kriege ich jetzt hier scheinbar noch nicht hin mit mehreren Rechnern, das jetzt hier dann irgendwie alles parallel zu verfolgen. Sorry dafür. Also vielleicht aber können Sie dann natürlich auch gerne untereinander chatten oder also sich dann selbst Fragen stellen. So, meine Damen und Herren, Christmas Livestream. Ja, was wollen Sie denn zu Weihnachten, dass ich das streame? Sie sehen, wie ich jetzt die Essen mich reinschaufel oder was wollen Sie da sehen? Also für den Fall, dass Sie vielleicht während den während der Vorlesungsferienzeit sich da vielleicht was wünschen. Okay, habe ich mir überlegt, wenn Sie wollen, können wir vielleicht nochmal einen extra Stream machen, wenn Sie wollen. Okay, vielleicht sagen Sie mal bitte dann, welche Themen Sie dann sich dann wünschen würden. Okay, also ich werde dann nachher einen Link bereitstellen und dann können Sie dann mir dann die Themen benennen. Und dann bin ich gerne bereit, da auch für Sie eine extra Vorlesung zu machen, wenn Sie wollen. Okay? In der vorlesungsfreien Zeit. Wir haben ja viel Zeit in der vorlesungsfreien Zeit. Vielleicht Mathe auch, ja? Wie sieht es mit Mathe aus? Können Sie
Differentialrechnung, Integralrechnung, sowas. Wie sieht's da aus? Extra, ja, wenn Sie wollen. Extra Stream, muss nicht sein. Also nicht irgendwie was Offizielles. Also ich werde jetzt Sie da nicht weitermachen. Vielleicht möchten Sie ein Thema wiederholt haben. Kann ja auch sein. Na, vielleicht war die Erklärung nicht gut. Dann können Sie sich was wünschen. Okay. So, also vielleicht nochmal Verteilungsfunktion. Verteilungsfunktion aus Wahrscheinlichkeitsdichte zu bestimmen. Da habe ich viele Fragen bekommen. Ja. Okay. Also sagen Sie dann Bescheid, was Sie sich da wünschen. Ich werde dann in der Telegram-Gruppe einen Link posten. Da können Sie dann Themen benennen, die Sie dann vielleicht gerne hätten. Und dann können wir dazu, wenn Sie wollen, eine extra Vorlesung organisieren. Okay, aber auch gerne Mathe, also wenn Sie wollen, Differentialrechnung oder so Zeug. Je nachdem, was jetzt hier ansteht für Sie. So, okay, dann lasst uns beginnen, wenn Sie jetzt hier dann keine Fragen haben. Okay, wie gesagt, also Fragen bitte jetzt bei, wenn Sie an mich gerichtet sind, bitte bei YouTube. Ich kann bei Twitch das jetzt hier nicht sehen. Also irgendwie scheint das jetzt hier dann nicht zu funktionieren. Auf dem Parallelrechnen, ja, die App irgendwie funktioniert ja nicht. Und deswegen bitte bei YouTube noch. Nächstes Jahr wird es auch bei Twitch möglich sein, dass Sie dann, dass ich dann auf die Fragen dort reagieren kann. Okay, so meine Damen und Herren. Alright. Vorlesung Nummer 21, die offizielle jetzt hier. Und dann schauen wir jetzt hier mal weiter, wie es jetzt hier dann geht. So, also 21. Ja. Und wir machen jetzt hier weiter mit der Chi-Quadrat-Verteilung, meine Damen und Herren. Eigentlich habe ich das jetzt nur für gestern geplant, aber es gab, wir hatten jetzt nicht mehr so viel Zeit. Die Chi-Quadrat-Verteilung, das brauchen Sie jetzt hier nicht aufzuschreiben. Das ist jetzt hier eine theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilung, die wie folgt definiert ist. Passen Sie auf. Ich definiere die Chi-Quadrat-Verteilung über die Standardnormalverteilung. Also eine Zufallsvariable heißt Chi-Quadrat verteilt, ja, okay. Chi ist jetzt ein Buchstabe aus dem Griechischen. Groß, also sieht aus wie ein X. Ja, so ein bisschen, wenn Sie das schreiben möchten, können Sie das jetzt hier dann ruhig auch geschwungener jetzt hier dann auch tun. Okay. Also Chi-Quadrat-Verteilung ist jetzt hier dann eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und die wird jetzt hier dann quasi aus der Normalverteilung konstruiert. Und zwar so, dass Sie dann Folgendes machen. Okay, also wenn ich jetzt hier in dem Fall dann eine Zufallsvariable habe, Y, die Chi-Quadrat verteilt ist. Okay, dann sieht das Ganze jetzt hier dann so aus. Und zwar Y ist jetzt hier dann die Summe aus diesen quadrierten standardnormalverteilten Zufallsvariablen. Also Z1 ist eine standardnormalverteilte Zufallsvariable. Und die nehme ich dann zum Quadrat. Z2 ist dann auch eine standardnormalverteilte Zufallsvariable, die ich dazu, also zum Quadrat und dann lege ich dazu und so weiter und habe dann Zn zum Quadrat. Also ich habe eine Summe aus quadrierten standardnormalverteilten Zufallsvariablen und die Anzahl der Summanden, die ich jetzt hier dann drin habe, okay, also die Anzahl der Summanden, na, entspricht den sogenannten Freiheitsgraden. Ich werde Ihnen später im Verlauf der Vorlesung erläutern, was jetzt hier dann die Freiheitsgrade sind. Okay, also das ist jetzt hier ein Begriff, das ist jetzt hier etwas, was Sie noch nicht brauchen. Also genauer, etwas genauer. Also für uns aber erstmal behalten Sie das einfach mal so im Hinterkopf. Entspricht die Anzahl der Freiheitsgrade die Anzahl der Summanden, na, aus den quadrierten standardnormalverteilten Zufallsvariablen, aus der sich jetzt hier dann die Chi-Quadrat-Verteilung zusammensetzt. Also hier steht jetzt hier auch nochmal, dass Z1 bis Zn sogar unabhängig sind. Also unabhängige standardnormalverteilte Zufallsvariablen. Und das ist jetzt hier dann die Chi-Quadrat-Verteilung. Brauchen Sie jetzt hier nicht aufzuschreiben. Okay. Wie gesagt, das ist eine theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilung, weil man jetzt hier dann bei vielen Teststatistiken jetzt hier dann so eine ähnliche Größe jetzt hier dann beobachten kann, also wo man eine Summe von quadrierten standardnormalverteilten Zufallsvariablen dann hat. Ich werde Ihnen im Laufe der Veranstaltung ein paar Beispiele zeigen, wo wir jetzt mit der Chi-Quadrat-verteilten Zufallsvariablen jetzt hier dann zu tun haben werden. Okay, also wo dann quasi Teststatistiken jetzt hier dann vorgestellt werden, die jetzt hier dann der Chi-Quadrat-Verteilung dann folgen. Meine Damen und Herren, na, wie gesagt, also stellen wir jetzt hier nochmal so ein bisschen dann zurück. Einige Beispiele, wie gesagt, folgen jetzt hier im Laufe der späteren Veranstaltung, also jetzt in den späteren Vorlesungen dann. Okay? So, na, also wie gesagt, das brauchen Sie jetzt erstmal nicht zu notieren. Wir machen jetzt hier dann noch keine Beispiele dazu. Eine Teststatistik ist jetzt hier dann einfach eine Schätzfunktion. Okay, also eine Schätzfunktion ist eine Schätzfunktion. Teststatistiken benutzt man eigentlich im Rahmen von Hypothesentests. Also das sind jetzt hier dann spezielle
Schätzfunktionen, mit denen man jetzt wieder einen Hypothesentest durchführt. Das kommt, also wie gesagt, wir werden das jetzt hier dann zu dem gegebenen Zeitpunkt das jetzt hier dann nochmal sehen, ja, wo wir jetzt hier dann solche Größen haben, die der Chi-Quadrat-Verteilung dann folgen werden, und das werden Sie dann auch erkennen. Okay? So, meine Damen und Herren, wir schreiben jetzt hier in dem Fall dann, wie das hier folgt, und zwar Y, dann Tilde und dann so ein Chi-Quadrat. Also das soll jetzt hier nicht x sein, aber Sie können auch gerne ruhig x schreiben, das ist jetzt hier eigentlich egal. Das ist Chi, sieht jetzt im Griechischen jetzt hier dann so aus wie ein x, also das ist so ein geschwungenes x, wenn Sie so wollen. Und dann schreiben Sie einfach jetzt hier dann die Anzahl der Freiheitsgrade rein. Nochmal, die Anzahl der Freiheitsgrade entspricht jetzt hier dann für uns die Anzahl der Summanden, aus der jetzt hier dann diese Summe dieser quadrierten standardnormal verteilten Zufallsvariablen jetzt hier dann sich dann zusammensetzen. Okay? So, meine Damen und Herren, und dann, ja, also wie gesagt, sagt man einfach Y folgt der Chi-Quadrat-Verteilung mit n Freiheitsgraden. Es gibt jetzt hier eine Tabelle, und zwar zu den Quantilen der Chi-Quadrat-Verteilung. Die können Sie vielleicht jetzt schon mal aufschlagen. Und zwar mal angenommen, ich suche jetzt hier dann das 95% Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung mit 4 Freiheitsgraden. Okay? Also 95% Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung mit 4 mit 3 Freiheitsgraden. Das ist dann der Wert, meine Damen und Herren, der jetzt hier dann von 95% der Realisation der Chi-Quadrat-Verteilung jetzt hier dann nicht überschritten wird. Okay, das schreibe ich jetzt in dem Fall dann so. Okay, also Chi-Quadrat, jetzt hier dann für die entsprechende Verteilung. Okay, das ist jetzt hier nur eine Notation, also das jetzt hier dann wird nicht irgendwas quadriert oder so. Das ist einfach nur die Schreibweise. 0,95 steht jetzt hier dann für das 95% Quantil. Und dann habe ich jetzt hier dann 3 Freiheitsgrade drin. Und das ist die Frage jetzt hier, was soll das jetzt hier dann sein? Und wenn Sie das wissen wollen, was es ist, dann schauen Sie bitte nach, und zwar in der Tabelle, die jetzt hier dann F heißt, ja. Tabelle F, schlagen Sie ruhig dann auf, das bezieht sich jetzt hier dann auf die Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung. Ja, wenn Sie das aufschlagen, sieht das jetzt hier dann so aus. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt hier dann zunächst mal bei den Zeilenüberschriften die Freiheitsgrade. V, ja, also V für Freiheitsgrade, ja. Können Sie sich mal merken, ja, V für Freiheitsgrade, ja, okay. Ja, warum, weiß ich nicht, ja, ist halt so, ja. Okay, und oben drüber sehen Sie jetzt hier dann P, das sind jetzt hier dann die entsprechenden Spaltenüberschriften für die zugehörigen Quantile, und Sie suchen jetzt hier dann bei dem 95% Quantil, das heißt, Sie werden jetzt hier dann in diese Spalte dann gehen. Zunächst mal haben Sie 3 Freiheitsgrade, ne? Das ist ja hier dann auch jetzt hier dann ersichtlich, das heißt, Sie gehen jetzt hier dann einfach in die dritte Zeile, und dann gehen Sie bitte jetzt hier an die Spalte, wo jetzt oben drüber 0,95 steht, und dann sehen Sie jetzt hier dann die Zahl 7,8. 1,6 und 7,816 wird jetzt hier in dem Fall das 95% Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung mit 3 Freiheitsgraden sein. Wie gesagt, Anzahl der Freiheitsgrade entspricht jetzt hier dann entspricht der Anzahl der Summanden jetzt hier dann für die Chi-Quadrat-Verteilung, die sich jetzt in dem Fall aus der Summe der quadrierten standardnormal verteilten Zufallsvariablen zusammensetzt. So, wenn Sie nochmal wissen wollen, das wird jetzt hier nicht klausurrelevant sein, weil das jetzt hier auch nicht im Skript steht, aber wenn Sie vielleicht wissen wollen, wie die Dichtefunktion der Chi-Quadrat-Verteilung jetzt hier dann aussieht, also ich trage jetzt hier mal diesen Wert jetzt hier gleich mal ein, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt hier dann das 95% Quantil, okay. Die Dichtefunktion der Chi-Quadrat-Verteilung sieht jetzt hier wie folgt aus, mit 3 Freiheitsgraden, und zwar, die fängt bei 0 an. Die ist jetzt hier nicht symmetrisch zur Y-Achse. Warum nicht? Naja, deshalb, weil sie aus einer Summe von quadrierten, standardnormal verteilten Zufallsvariablen sich zusammensetzt. Und das Quadrat einer Zahl, meine Damen und Herren, kann nicht negativ sein. Ja? Also wenn ich eine Zahl mit sich selbst mal nehme, kann nicht Negatives herauskommen, und eine Summe aus quadrierten Zufallszahlen schon gar nicht. Ja? Das heißt, im Prinzip kann ja die Chi-Quadrat-Verteilung keine negativen Werte annehmen. Okay, so dass jetzt hier dann die Dichtefunktion jetzt hier dann bei 0 anfängt. Okay, oder beziehungsweise bei minusendlich, von minusendlich bis 0 ist sie dann 0. Okay, aber zumindest ist sie nicht symmetrisch zur Y-Achse, also sieht jetzt hier so ein bisschen so aus, so Geschwungenheit, ja. Okay, und dann befindet sich jetzt hier dann der Wert 7,816, ja, findet sich jetzt hier, okay. Das ist jetzt hier dann auf 7,816 jetzt hier dann gerundet worden. Okay, und das ist das 95% Quantil der Verteilung, ja. Okay, das bedeutet also, 95% der Realisation befindet sich jetzt hier dann auf der linken Seite. Wenn sich 95% der Realisation auf der linken Seite befindet und die Gesamtfläche der Dichte ja immer 1 ist, meine Damen und Herren, ja, das wissen Sie ja, okay, auch bei der, dann befindet sich jetzt hier dann 5% auf der rechten Seite, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier dann eine Fläche, die rote Fläche jetzt hier dann beträgt dann 5% von der Gesamtfläche, okay. So sieht es dann halt aus. Dazu kommen wir dann später nochmal zurück. Okay? So, meine Damen und Herren, dann, okay, kommt jetzt hier dann eine zweite Verteilung, die ich jetzt hier dann definieren werde, und das wird jetzt hier dann die T-Verteilung sein. Auch hier gilt, dass es jetzt hier nur rein theoretische Verteilung dann ist, ja, weil viele Teststatistiken genau diese Verteilung dann folgen, und sie sollen sie dann später können. Okay? Also wie gesagt, das brauchen Sie jetzt hier nicht abzuschreiben. Okay?
Die T-Verteilung ist jetzt hier aus der Chi-Quadrat-Verteilung und aus der Standardnormalverteilung konstruiert. Also für die T-Verteilung wiederum brauchen Sie die Chi-Quadrat-Verteilung und die Standardnormalverteilung. Und die hat jetzt dann wieder Freiheitsgrade, ja, also die sich jetzt hier dann aus den Chi-Quadrat-Verteilungen jetzt hier dann zusammensetzen. Und zwar, was Sie jetzt hier dann machen ist, wenn Sie jetzt hier dann eine T-verteilte Zufallsvariable konstruieren wollen, Sie nehmen jetzt hier dann zunächst mal eine Standardnormalverteilte Zufallsvariable, das ist jetzt hier dann Z, und teilen das jetzt hier dann durch die Wurzel aus 1 geteilt durch n mal y. Und y wird jetzt hier dann Chi-Quadrat verteilt sein. Okay, also y folgt dann der Chi-Quadrat-Verteilung, das steht ja hier. Okay, das heißt, n ist die Anzahl der Freiheitsgrade aus der Chi-Quadrat-Verteilung und dann teilen Sie das jetzt hier dann durch 1 durch n. Sie fragen sich natürlich jetzt hier, was das soll, ja, und ich weiß, dass Sie das jetzt hier nicht verstehen. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt hier dann etwas, was ich jetzt an dieser Stelle dann zurückstellen möchte. Ich möchte jetzt einfach nur kurz dazu sagen, es gibt jetzt hier in der Statistik sehr viele Teststatistiken, die so aussehen wie das hier. Okay, eine Teststatistik ist wie gesagt eine Schätzfunktion im Rahmen von Hypothesentests zum Beispiel. Okay, also bestimmte Kennzahlen, die man auf Stichproben berechnet, die haben jetzt hier dann diese Gestalt und man wollte jetzt hier dann versuchen, okay, zu erfassen, welche Systematik jetzt hier dann diese Teststatistiken folgen. Und dann ist man jetzt hier dann auf eine neue Verteilung gekommen. Ja, also das ist dann auch gelungen. Das ist im Übrigen jetzt von Pearson, ja, Pearson, der auch von dem jetzt auch der Korrelationskoeffizient dann stammt, ja. T-Verteilung ist jetzt hier dann quasi dann von ihm dann eingeführt worden, ja, weil viele Teststatistiken sich jetzt hier dann genauso verhalten, jetzt hier dann wie dieser hässliche Ausdruck, okay? Lassen Sie das einfach jetzt immer auf sich beruhen, okay? So, ja, das ist klausurrelevant, ja, Sie müssen ja letztendlich im Endeffekt mit den Quantilen der T-Verteilung jetzt hier dann umgehen können, genauso wie die Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung. Also im späteren Verlauf werde ich das jetzt ein bisschen vertiefen, ja, wir schwimmen jetzt hier so ein bisschen auf der Oberfläche. Sie wissen jetzt erstmal noch nicht, was es ist, ja. Kann ich verstehen, aber trotzdem möchte ich das jetzt hier an dieser Stelle dann definiert haben. Und wenn wir dann soweit sind, werde ich Ihnen das jetzt hier dann etwas tiefer oder tiefgründiger jetzt hier das dann irgendwie dann näher erläutern. Zunächst mal reicht es jetzt erstmal an dieser Stelle, wenn Sie die Quantile der T-Verteilung und wenn Sie die Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung jetzt hier in dem Fall dann aus den Tabellen jetzt hier sich dann besorgen können. Ja, warum nicht? Weil wir noch nichts können. Ja, also weil Sie jetzt hier noch entsprechende Tests jetzt hier noch nicht durchführen können. Das werden Sie aber zu gegebener Zeit. Also wie gesagt, in der dritten Vorlesung im neuen Jahr, wenn Sie jetzt hier dann nochmal die T-Verteilung und die Chi-Quadrat-Verteilung wiedersehen. Okay, also da, Sie werden es öfter sehen, als jetzt Ihnen lieb ist. Okay, so meine Damen und Herren, die Notation sieht jetzt hier dann so aus. Also Zufallsvariable groß T folgt der T-Verteilung. Das sieht jetzt hier dann so aus, das ist jetzt hier dann klein t. Ja, und jetzt schreibe ich jetzt hier dann einfach n da rein. Ja, n für die Freiheitsgrade der Chi-Quadrat-verteilten Zufallsvariable, aus der sich jetzt hier dann die T-Verteilte zusammensetzt. Okay, also man sagt jetzt hier dann einfach, dass Groß T der T-Verteilung mit n Freiheitsgraden folgt. Und ein Beispiel habe ich jetzt hier dann mitgebracht. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Sie möchten jetzt hier dann das 97,5% Quantil der T-Verteilung mit 4 Freiheitsgraden bestimmen. Das 97,5% Quantil der Verteilung, wie bei jeder Verteilung, ist dann der Wert, der von 97,5% der Realisation, meine Damen und Herren, nicht überschritten wird. Also auch jetzt hier dann bei der T-Verteilung. Und die Werte finden Sie jetzt hier in dem Fall in der Tabelle E. Ja? Also so schreibe ich das jetzt hier dann T 0,975. Ja, das für das 0,975 Quantil und dann steht hier eine kleine. So, und wie kann ich das jetzt hier dann bestimmen? Wie gesagt, also das muss ich ablesen aus der Tabelle E, ja, wenn ich das jetzt hier dann richtig im Kopf habe, ja, also hier in dem Fall, was ist das, ja, und da sehe ich jetzt hier in dem Fall, was es ist, also Tabelle E enthält die Quantile der T-Verteilung, ja, schauen Sie danach, letztendlich im Endeffekt, ja, Quantile der T-Verteilung, ja, sehen Sie das jetzt hier wie folgt, hier auf der, bei den Zahlenüberschriften finden Sie jetzt hier dann wieder V, V steht für Freiheitsgrade, können Sie sich merken, ja, so V für Freiheitsgrade, ja, okay, V wie Freiheitsgrade, ja. Okay, und dann hier bei den Spaltenüberschriften sehen Sie jetzt hier dann noch die entsprechenden Quantile. Und wenn Sie das jetzt hier dann das 4 Freiheitsgrade waren es, ja, gehen Sie bitte in die vierte Zeile und gehen Sie bitte jetzt in die Spalte, wo oben in der Spaltenüberschrift 0,975 steht. Da sind jetzt hier dann die 0,975 Quantile der Verteilung jetzt hier dann drin. Und dann haben Sie jetzt hier dann, wo die Zeile und die Spalte sich dann kreuzen. Das ist jetzt hier dann der Wert 2,7764. Also ist der Wert 2,7764. Das 97,5% Quantil der T-Verteilung mit 4 Freiheitsgraden. Vielleicht können Sie jetzt das hier einfach aufschreiben, ja, dass das jetzt hier dann das 97,5% Quantil der T-Verteilung jetzt hier 2,7764 ist. Okay? Also wie gesagt, hier einfach nur das hier abschreiben. Ja? Okay, und hier ist mal die Erklärung dafür. So, wie sieht die Dichtefunktion der T-Verteilung aus?
Die Dichtefunktion der T-Verteilung sieht jetzt hier, ja, also ob Sie das jetzt hier erkennen können, wie gesagt, aus der gegebenen Teststatistik werde ich Ihnen das jetzt hier dann nochmal vorstellen. Ja? Also wo man jetzt hier das dann erkennt, wie gesagt, ich werde dann zum Beispiel jetzt Ihnen sagen, die und die Teststatistik ist zum Beispiel T-verteilt oder so, ja, und dann werde ich jetzt hier dann mit der Definition begründen, warum das so ist. Okay, da werde ich jetzt hier darauf nochmal zurückkommen. Okay, so. Also, wie gesagt, erstmal brauchen Sie das jetzt hier dann nicht. Erstmal möchte ich jetzt hier dann nur, dass Sie die Quantile berechnen können. Also, was heißt berechnen aus der Tabelle? Einfach nur ablesen können, ja. Okay, dass Sie dann ein bisschen was mit der T-Verteilung dann anfangen können. Und wenn Sie das jetzt soweit, wenn Sie soweit sind, werden Sie das jetzt hier dann auch etwas tiefgründiger verstehen. Da kommt jetzt hier dann mal auch das hier damit. So, jetzt passen Sie auf. Die Dichtefunktion der T-Verteilung sieht so ähnlich aus wie die der Standardnormalverteilung. In Rot sehen Sie die Dichte der Standardnormalverteilung. In Schwarz sehen Sie die der T-Verteilung. Die Dichtefunktion der T-Verteilung ist ein bisschen breiter. Ja, also links und rechts. Das heißt, es gibt jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeit für größere Beobachtungen und für kleinere Beobachtungen ist jetzt hier dann bei der T-Verteilung größer als bei der Standardnormalverteilung, ja, weil am linken und am rechten Rand der Verteilung jetzt hier dann die Dichte natürlich größer ist. Okay, dafür ist jetzt hier in der Mitte kleiner, aber das ist jetzt hier dann egal. Die Dichte ist also, wie gesagt, relativ ähnlich, die der Standardnormalverteilung, okay. Und wenn jetzt hier dann der Wert 2,7764, das 97,5% Quantil der Verteilung dann ist, dann bedeutet das, dass die Fläche von minus unendlich, also die Fläche der Dichte von minus unendlich bis zu diesem Wert, also wie gesagt, die schwarze Funktion ist jetzt hier dann die Dichte der T-Verteilung, hier ist nochmal als Vergleich jetzt hier dann die Standardnummerverteilung noch mit drin, dass diese blaue Fläche hier, meine Damen und Herren, 97,75% der Gesamtfläche darstellt, weil jetzt im Endeffekt 2,7764 das 97,5% Quantil der T-Verteilung mit 4 Freiheitsgraden ist. Wenn diese blaue Fläche, meine Damen und Herren, 0,975 beträgt, dann ist jetzt hier dann wie groß das Reststückchen, ja gut, also die beiden Flächen, ja, also die rote Fläche, die blaue Fläche und jetzt hier die orange Fläche addieren sich jetzt hier dann zu 1 zusammen. Das heißt im Prinzip diese orangene Fläche ist natürlich 1 minus 0,975 und das ist jetzt hier natürlich 0,025. Das heißt, dass ich habe jetzt hier dann 2,5% der Gesamtfläche, ja. Okay, also 97,5% der Realisation liegen da drunter und 2,5% der Realisation liegen hier dann drüber. Wenn diese rote Fläche, die orangene Fläche jetzt hier dann 2,5% ist und die Dichtefunktion symmetrisch zur Y-Achse ist, dann ist diese Fläche hier auf der rechten Seite genauso groß wie die Fläche hier auf der linken. Na, also hier ist sozusagen dieser Wert ja hier nochmal projiziert. Okay, das heißt, diese kleine Fläche ist dann auch 2,5% und dann liegen ja im Prinzip jetzt hier dann 95% der Realisation zwischen minus 2,7764 und plus 2,764. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die T-Verteilung zwischen minus 2,7764 und plus 2,7764 jetzt hier dann fällt, beträgt 95%, weil jetzt in dem Fall 95% der Dichte jetzt hier, also die Fläche der Dichte von minus 2,7764 bis plus 2,764 von der T-Verteilung mit 4 Freiheitsgraden jetzt hier dann 95% von der Gesamtfläche beträgt. Okay, das sollten Sie jetzt hier einfach nur mal erkennen können. So, das reicht, meine Damen und Herren. Okay, das gilt aber eigentlich auch für sowas Ähnliches für die Standardnummerverteilung, nur der Unterschied war, dass jetzt hier dann das 0,975 Quantil der Standardnummerverteilung eben nicht 2,7764 war, sondern 1,96. Okay, das war schon. Das reicht aber auch. Alright. So, meine Damen und Herren, dann wäre jetzt hier noch eine dritte Verteilung dran, aber die überspringe ich dann, ja, weil das wird dann zu viel. Also Sie haben jetzt hier schon zwei Verteilungen, ja, die Sie jetzt hier dann nur theoretisch definiert haben. Jetzt kommt jetzt, wäre jetzt hier noch eine dritte dabei, aber die werde ich jetzt hier dann nochmal später im Verlauf erkennen, denn die brauche ich jetzt hier dann nur, eigentlich nur bei der Regressionsrechnung, ja, wenn ich das jetzt hier dann so, die Veranstaltung dann organisiere, ja. Also die F-Verteilung werden Sie dann nur nochmal bei der Regression brauchen, deswegen überspringe ich das jetzt in diesem Fall, ja, weil das dauert zu lang, bis Sie das jetzt hier dann wiedersehen. So. Meine Damen und Herren, jetzt kommt dann Kapitel 7, und zwar Summen und Mittel von Stichprobenvariablen. Kapitel 7, und da geht es jetzt hier dann darum, und unter anderem, wie man jetzt hier dann mit der Verteilung von Summen dann angeht. Okay, die T-Verteilung, ich stelle Sie gerade mal die Frage, die T-Verteilung ist nicht normal verteilt. Ja? Die sieht nur so ein bisschen ähnlich aus wie die der Standardnormalverteilung, aber halt nicht ganz. Da gibt es jetzt hier dann Unterschiede. Ja? Also wie gesagt, die T-Verteilung unterscheidet sich dahingehend, dass jetzt hier dann auf der linken und am rechten Rand der Verteilung jetzt hier dann mehr Werte jetzt hier dann sind. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für extremere Beobachtungen ist größer. Okay, das ist der einzige Unterschied, zumindest von der Geschichte ähnlich. Ja. Okay, ist, wie gesagt, also ob das klausurrelevant ist, ja. Es wird also letztendlich im Endeffekt, Sie müssen dann die Quantile der T-Verteilung dann bestimmen können. Ja. Deswegen also hier nochmal die Beispiele dazu. So,
Jetzt geht es weiter mit Kapitel 7. Summen und Mittel von Stichprobenvariablen. Wo man überall Summen mit drin hat, meine Damen und Herren, möchte ich jetzt wieder nochmal anhand dieses Beispiels jetzt hier dann zeigen. Also Beispiel 7.1. Das brauchen Sie jetzt erstmal nicht mitzuschreiben. Okay, also auch hier, das brauchen Sie nicht mitzuschreiben, weil das Beispiel eigentlich relativ leicht ist. Das geht jetzt hier dann darum, wo man alles überall Summen und Mittelwerte dann hat. Unter anderem sogar beim Korrelationskoeffizienten. Also der Korrelationskoeffizient selbst kann mit Hilfe eines arithmetischen Mittels jetzt hier dann konstruiert werden. Und deswegen ist jetzt hier dann ultra wichtig in der Statistik, dass man weiß, wie entsprechende Summen jetzt hier dann verteilt sind. Also in der Statistik haben wir eigentlich die ganze Zeit mit Summen zu tun. Das arithmetische Mittel, meine Damen und Herren, setzt sich auch seine Summe zusammen. Die empirische Varianz, oder mittlere quadratische Abweichung hieß es ja auch, ja, setzt sich auch ebenfalls auch seine Summe zusammen. Okay, und sogar die Korrelation ist dann auch im Prinzip eine Summe bzw. ein Mittelwert. Das möchte ich jetzt hier in diesem Kapitel 7.1 jetzt hier dann zeigen. Okay, stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt hier dann zwei verbundene Stichproben, x und y. Die Beobachtung von x sind jetzt hier von x1 bis xn. Also wir sind jetzt hier wieder im empirischen Teil, ja. Und danach gehen wir jetzt hier dann zum theoretischen Teil jetzt hier dann über. Also, wir haben jetzt hier dann zwei verbundene Stichproben, x1 ist jetzt hier dann die erste Beobachtung von x, x2 ist die zweite und so weiter und xn ist jetzt die n-te Beobachtung, also die letzte, ja, je nachdem. Wenn Sie 10 haben, ist n gleich 10, wenn Sie 20 haben, ist n gleich 20 und so weiter, ja. Also wir sind jetzt hier wieder bei den empirischen Kapitelchen jetzt hier dann angelangt. Also 7.1 ist jetzt hier dann eine rein empirische. Und y, na, die Stichprobe y hat jetzt hier dann die Beobachtung y1 bis yn, okay. So, hier fragt noch immer jemand kurz jetzt hier dann zu der T-Verteilung, was genau die Freiheitsgrade dann sind. Das werde ich im späteren Verlauf erklären. Okay, also jetzt noch nicht. Erstmal, wie gesagt, nur lassen wir das jetzt erstmal zurückgestellt. Ja. Es reicht dann erstmal für Sie, wenn Sie wissen, dass die Anzahl der Freiheitsgrade sich dann aus der Anzahl der quadrierten, standardnormalverteilten Zufallsvariablen zusammensetzt, aus der die Chi-Quadratverteilung jetzt hier dann konstruiert wird. Das reicht erstmal und dann, wie gesagt, im späteren Verlauf werde ich jetzt hier das nochmal konkretisieren. Sorry dafür, dass ich jetzt hier nochmal zurückstellen muss. So, okay, x quer ist das arithmetische Mittel von x, wie Sie wissen, und y quer soll das arithmetische Mittel eine folgende Stichprobe z definieren. Die Stichprobe z hat die Beobachtungen zi, also von i gleich 1 bis n, okay, und ich mache jetzt hier Folgendes. Ich nehme jetzt mal einen Bruch, okay, und im Zähler habe ich dann, passen Sie auf, xi minus x quer, also x quer ist das arithmetische Mittel von x, das heißt, ich ziehe jetzt hier dann von den Beobachtungen das arithmetische Mittel ab zu x und multipliziere das, was ich dann bekommen habe, mit den Differenzen oder mit den Abweichungen der Beobachtung von y zum arithmetischen Mittel, okay. Also das ist das, was im Zähler dann steht, wie gesagt, werde ich ja gleich nochmal demonstrieren. Und in Nenner steht dx und dy, dx ist jetzt hier dann die Standardabweichung von x und dy ist dann die Standardabweichung von y. Also darüber, über diese Transformation, ja, der beiden Stichproben, das ist keine Lineartransformation hier, wie gesagt, weil wir jetzt hier dann zwei Stichproben haben, ja, kann ich jetzt hier eine neue Stichprobe dann definieren, okay, das ist jetzt hier dann die Stichprobe z und die hat folgende Eigenschaft, passen Sie auf. Wenn ich das arithmetische Mittel jetzt im Endeffekt von z bilde, ja, wie gesagt, das brauchen Sie jetzt hier nicht abzuschreiben, wenn ich das arithmetische Mittel von z bilde, das ist jetzt hier dann z quer, was ich jetzt hier dann nochmal schreiben werde, dann ist das arithmetische Mittel von dieser Stichprobe, die sich jetzt hier dann aus dieser Transformation von x und y zusammensetzt, meine Damen und Herren, nichts anderes als der Korrelationskoeffizient. Das heißt, hier sollen Sie einfach nur, ja, was ich jetzt hier dann machen werde, auch sich davon überzeugen, dass sogar der Korrelationskoeffizient aus einem Mittelwert besteht. Das ist alles, ja. Also so, wo man jetzt dann überall arithmetische Mittel da drin hat, ja. Und deswegen, wir werden jetzt in dem folgenden Verlauf die Verteilung von Summen etwas genauer unter die Lupe nehmen. Das ist jetzt hier dann das, wo Kapitel letzten Endeffekt 7 jetzt hier dann geht. Und selbst der Korrelationskoeffizient ist ja eine Summe oder beziehungsweise ein Mittelwert aus etwas, ja. Okay, das heißt, wie selbst den Korrelationskoeffizient kann ich das arithmetische Mittel dann darstellen. Das sollte jetzt hier dann dieses Beispiel jetzt hier in dem Fall dann verdeutlichen. Nichts weiter, okay? So, meine Damen und Herren, das ist jetzt hier etwas, wie gesagt, jetzt nur eine kleine Bemerkung und ich werde das jetzt hier mal zeigen anhand eines Beispiels, dass das so ist, okay? Brauchen Sie nicht mitschreiben. Auch das Beispiel brauchen Sie nicht mitschreiben. Wenn Sie wollen, können Sie dann die Zahlenergebnisse mitschreiben. Also die Beobachtung zu x sollen jetzt hier dann sein 1, 2, 5 und 2, okay? Und die Beobachtung von y sollen jetzt hier dann 10, 2 und 4, 4 sein, okay? Und dann berechne ich jetzt hier dann diese Kennzahlen, ja? Das machen wir schnell, weil wir das jetzt hier schon gehabt haben. Also gefühlte 150.000 Mal habe ich schon arithmetische Mittel, Varianz und so weiter berechnet, ja? Okay, also
arithmetisches Mittel, ja, ist die Summe der Beobachtungen geteilt durch die Anzahl der Beobachtungen. Jetzt hier bei dem ersten, 1 plus 2 plus 5 plus 2 sind 10, geteilt durch 4 sind 2,5. Also das arithmetische Mittel ist so der X-Probe-Größerzähler an 2,5. Wie gesagt, brauchen Sie nicht abschreiben. Vielleicht nur das Ergebnis, wenn Sie wollen. Ich werde das hier gleich nochmal sammeln, hier auf der rechten Seite. Ja. Und Y-quer ist dann das arithmetische Mittel von Y. Summe der Beobachtung, 10 plus 2 plus 4 sind 20, geteilt durch 4 sind dann 5. Ja. Okay, also wie gesagt, wenn Sie mitschreiben wollen, schreiben Sie vielleicht jetzt hier nur einfach hin, X-quer ist 2,5 und Y-quer ist 5 und dann werde ich jetzt hier dann die Ergebnisse hier sammeln, okay? Danach kommt die empirische Varianz. Empirische Varianz hieß auch mittlere quadratische Abweichung. Also mittlere quadratische Abweichung ist das gleiche wie empirische Varianz. Empirische Varianz, mittlere quadratische Abweichung. Das ist jetzt hier nach dem Verschiebungssatz Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts. Ich wiederhole, Mittelwert der Quadrate, na, sehen Sie ja hier, 1 zum Quadrat minus Quadrat des Mittelwerts. Ergibt jetzt hier dann 2,25, ja, das ist eine Taschenrechneraufgabe, okay? Also die mittlere quadratische Abweichung von x ist jetzt hier 2,25 und die mittlere quadratische Abweichung von y, auch hier Mittelwert der Quadrate, ist also 10 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat, ist die Summe der Quadrate geteilt durch 4, ist dann der Mittelwert der Quadrate. Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts, ja, Mittelwert war 5, okay, also wie gesagt, hier habe ich dann nicht 2,5 zum Quadrat, sondern 5 zum Quadrat, also wie gesagt, das ist auch eine Aufgabe für den Taschenrechner, kommt jetzt wieder 9 raus, okay. Empirische Varianzen sind also 2,25 für x und 9 für y, und dann kann ich jetzt dann daraus auch die Standardabweichung bestimmen. Die Standardabweichung ist dann immer die Wurzel aus den mittleren quadratischen Abweichungen beziehungsweise die Wurzel aus der empirischen Varianz, ja? Okay, kennen Sie auch schon, ja. Also hier in dem Fall, dx ist jetzt hier dann die Standardabweichung, Wurzel aus 2,25, ist Wurzel aus 9 Viertel, sind dann 3 halbe, also 1,5, und Wurzel aus 9, jetzt hier dann für y, ist jetzt hier in dem Fall dann 3, ja. Okay, wir haben jetzt hier wieder ein Lag, ja, alright, ja, das ist jetzt hier leider, leider der Fall, ja, gehe ich nochmal ein bisschen zurück, okay, auch bei Twitch, ja, oder scheint jetzt hier das dann nur bei YouTube zu geben, also YouTube hat hier ein Timelag, aber ich, wie gesagt, ich mache jetzt hier Gott sei Dank was Einfaches. Alright, ja, warum, weiß ich nicht, ja, es ist halt vielleicht irgendwie in Timeframes und da wieder Probleme zu geben, okay, aber ich werde das jetzt hier beim nächsten Mal nochmal die Einstellung nochmal gern. Donnerstag ist immer auch so ein Problem meistens, ja, da habe ich auch meistens Timelag, aber scheint jetzt hier dann doch zu gehen. Wie ist es bei Twitch? Twitch ist gut, ja, Twitch ist meistens ein bisschen besser, aber halt noch nicht immer, ne? Wollte ich mal schauen. Ganz kurz gehe ich jetzt hier mal bei Twitch rein. Da sollte es aber eigentlich gehen. Na, also da braucht immer sehr viel, um das jetzt hier dann zu laden. Scheint aber eigentlich jetzt hier dann gut zu gehen. Ne? Also bei Twitch sehe ich jetzt erstmal keine Probleme. Okay. Gott sei Dank. Ja. Aber vielleicht irre ich mich. Alright, so, na gut. Also, Facebook. Okay, naja, werden wir jetzt hier nochmal gucken. Okay, so, meine Damen und Herren. Also, scheint jetzt hier, Bild hängt ein bisschen, ja. Okay, Sie sollen mich ja hören und nicht sehen, ja. Okay, gut. So, scheint aber doch jetzt hier dann wieder alles in Ordnung zu sein. Okay, gut. Vielleicht hängt es ja, also bei Ihnen ist ja alles gut, dann ist es ja umso besser. So, meine Damen und Herren, dann geht's weiter. Und zwar, ja, ich sammle jetzt hier mal diese Größen hier. Also die Varianz von y war 9 und dann habe ich die Standardabweichung 1,5 und 3 jetzt hier für x und y. So, und jetzt kommt die Korrelation, ja. Zunächst mal brauche ich dafür die empirische Kovarianz, ja. Empirische Kovarianz laut Verschiebungssatz, da gibt es auch einen Verschiebungssatz dazu, und zwar Mittelwert der Produkte minus Produkt der Mittelwerte in der Empirie. Ja, Mittelwert der Produkte ist dann das hier, ne? Also 1 mal 10 plus 2 mal 2 plus 5 mal 4 plus 2 mal 4 sind die Produkte. Okay, das ist jetzt hier dann die Summe der Produkte. Wenn ich das durch 4 teile, habe ich den Mittelwert der Produkte minus Produkt der Mittelwerte. Ja, Mittelwert der Produkte minus Produkt der Mittelwerte, empirische Kovarianz. Ja, okay, auch eine Taschenrechneraufgabe. Kommt da minus 2 raus, ja, brauchen Sie jetzt hier dann nicht letzten Endeffekt hier dann nochmal abzuschreiben. Ja, scheinbar heute ist jetzt hier dann ein bisschen problematischer mit dem Stream, aber ich hoffe, dass dann letzten Endeffekt die Audiospur jetzt, dann trotzdem noch funktioniert. Okay, also sollten mich in erster Linie dann hören. Ich wechsle die Slides nicht so schnell, ja, dass sie dann jetzt dann nicht irgendwie die Timesframes jetzt hier dann verpassen. Okay, also empirische Kovarianz, Mittelwert der Produkte minus Produkt der Mittelwerte. Na, also die Produkte sind 1 mal 10 plus 2 mal 2 plus 5 mal 4 plus 2 mal 4 sind die Produkte minus Produkt der Mittelwerte. 2,5 ist der Mittelwert von x und 5 ist jetzt hier dann Mittelwert von y, kommt dann minus 2 raus. Okay.
Habe ich jetzt hier, wie gesagt, mal ausgerechnet und für den Fall, dass ich mich verrechne, sagen Sie mir Bescheid. So, das ist jetzt hier dann die empirische Kovarianz, sammle ich jetzt hier und dann habe ich jetzt hier nur noch die Kurve des Produkt der Standardabweichung. Kovarianz ist minus 2, Standardabweichung sind 1,5 und 3, also geteilt durch, oder die Wurzel aus 2,25 geteilt durch Wurzel aus 9 ist ja dasselbe, ja. Also minus 2 geteilt durch 1,5 mal 3 im Nenner, ne? Also hier in dem Fall. Und dann habe ich jetzt hier dann heraus minus 4 Neuntel. Das ist die empirische Korrelation. Okay? Und wie gesagt, es reicht, wenn Sie jetzt einfach sich jetzt hier dann diese Ergebnisse hier dann notieren. Ja? So, meine Damen und Herren, jetzt rechne ich jetzt diese Beobachtung jetzt hier dann zu dieser komischen Stichprobe Z aus. Okay? Und Z war wie folgt definiert. Das war jetzt hier dann nochmal einfach jetzt hier aus diesem Satz. Ja? Und zwar xi minus x quer mal y i minus y quer. Geteilt durch das Produkt der Standardabweichung, also letztlich im Endeffekt die Abweichung der Beobachtung zum jeweiligen arithmetischen Mittel mal, ne, dasselbe jetzt dann für die beiden Stichproben, also das Produkt der Abweichung der arithmetischen Mittel, na, also der Beobachtung zum arithmetischen Mittel aus beiden Stichproben geteilt durch das Produkt der Standardabweichung, okay. Und ich rechne jetzt hier dann das für jede einzelne Beobachtung dann aus. Also das heißt, Z1 wäre jetzt hier dann x1 minus x quer mal y1 minus y quer. Ja, geteilt durch hier die Standardabweichung. Also hier hätten wir dann die erste Beobachtung von x ist das hier dann 1, die erste Beobachtung von y ist jetzt hier dann die 10. Ja? Also 1 minus 2,5 mal 10 minus 5 ist das jetzt hier dann, na, dieses Produkt der Abweichung zum jeweiligen arithmetischen Mittel aus den beiden Stichproben. Und dann teile ich das jetzt hier dann durch die Standardabweichung. So. Dann habe ich jetzt hier dann für die erste Beobachtung minus 15 Neuntel raus. Dann für die zweite Beobachtung von x analog, von z, sorry, analog, ja, benutze ich jetzt hier dann die zweiten Beobachtungen jetzt hier aus beiden Stichproben. Dann habe ich jetzt hier dann 3 Neuntel raus. Also wie gesagt, das ist einfach nur eine Transformation aus diesen beiden Stichproben. Okay? So, meine Damen und Herren, dann auch für die dritte Beobachtung von z, ja, analog jetzt hier die gleiche, also die Analogie ist jetzt hier dann die gleiche, ne? Das Produkt aus den Abweichung der dritten Beobachtungen, ne, aus beiden Stichproben zum jeweiligen arithmetischen Mittel geteilt durch das Produkt der Standardabweichung ergibt jetzt hier dann bei mir, wenn Sie das jetzt hier dann anschauen, minus 5 Neuntel, okay, und jetzt hier dann beim letzten, meine Damen und Herren, ne, für die vierte Beobachtung analog, 2 minus 2,5 in Klammern, minus 4 minus 5 in Klammern, geteilt durch das Produkt der Standardabweichung ergibt jetzt hier dann bei mir den letzten Wert und zwar jetzt hier dann ein Neuntel, okay. Das Summenzeichen fehlt nicht, meine Damen und Herren. Ja, wenn Sie noch mal kurz in die Bemerkung dann schauen, hier habe ich keine Summe. So, ich werde jetzt hier aber die Stichprobenbeobachtung jetzt innerhalb von Z nehmen. Und dann, meine Damen und Herren, berechne ich aus diesen Beobachtungen das arithmetische Mittel. Und die Behauptung war, dass das arithmetische Mittel aus diesen Beobachtungen, okay, der Korrelationskoeffizient von x und y sein wird. Das heißt, hier sollten dann eigentlich im Prinzip jetzt hier nur verdeutlicht werden, dass das arithmetische Mittel hiervon, also was diese Stichprobe, nichts anderes ist als der Korrelationskoeffizient. Das arithmetische Mittel, also berechne ich jetzt hier dann die Summe der Beobachtung, also minus 15 Neuntel plus 3 Neuntel plus minus 5 Neuntel, was jetzt hier dann minus 5 Neuntel ist, und plus 1 Neuntel, also die Summe der Beobachtung minus 15 plus 3 minus 5, dann und dann plus 1 ergibt jetzt hier dann 16 Neuntel. Und 16 Neuntel geteilt durch 4 sind dann minus, also minus 16 Neuntel, sorry, und minus 16 Neuntel geteilt durch 4 sind dann minus 4 Neuntel. Und minus 4 Neuntel ist das arithmetische Mittel von z. Also sehen Sie dann auch, dass das jetzt hier dann das gleiche ist wie der Korrelationskoeffizient aus x und y. Okay, das sollte jetzt einfach nur verdeutlicht werden. Das heißt hier die Summe, also die Moral von der Geschichte hier ist, dass lediglich jetzt hier dann, also sogar der Korrelationskoeffizient nichts anderes ist als ein arithmetisches Mittel aus einer Transformation der beiden Stichproben. Okay, und wir in der Statistik interessieren uns sehr dafür, ja, wie die Verteilung von Summen dann aussieht. Das heißt, das ist jetzt hier das, worum es jetzt hier in diesem Kapitel dann gehen wird. Wir analysieren jetzt hier einfach die Summen, ja, okay, also wir analysieren jetzt hier sozusagen die Verteilung von Summen oder beziehungsweise Summen, welche Erwartungswerte haben Summen, welche Varianzen haben Summen und so weiter und so weiter, ja. Und das ist jetzt hier nur ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, dass sogar beim Korrelationskoeffizient jetzt hier dann ein Mittelwert oder eine Summe, beziehungsweise also ein Mittelwert ist ja aus einer Summe berechnet worden, ja. Und das ist jetzt hier dann immer so, dass jetzt im Endeffekt sogar das, na, also sogar der Korrelationskoeffizient jetzt hier in dem Fall ein Mittelwert ist, ja, also aus einer Transformation. So, meine Damen und Herren, wie gesagt, das brauchen Sie jetzt hier dann nicht unbedingt. So, jetzt kommt jetzt hier dann das zweite Teilchen jetzt hier dann aus diesem Kapitel 7 und zwar unabhängig und identisch verteilte Stichprobenvariablen. Was sollte das jetzt hier dann sein? Zunächst mal, wie wir das machen und wie wir uns das vorstellen müssen. Also, was ist eine Stichprobe im Prinzip? X1, X2 und so weiter, Xn, das sind jetzt hier dann die Beobachtungen. Dass diesen Beobachtungen, meine Damen und Herren, Zufallsvariablen jetzt hier dann zugrunde liegen.
Okay, das heißt, wir haben jetzt hier dann, passen Sie auf zum Beispiel, das hat hier dann die Beobachtung x1, also die erste Beobachtung stammt jetzt hier dann mal angenommen aus der Zufallsvariable groß x1. Die Beobachtung x2 stammt jetzt hier dann aus der Zufallsvariable groß x2. Die Beobachtung x3, was jetzt hier dann nicht auf der Folie steht, stammt jetzt hier in dem Fall aus der Beobachtung groß x3 und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, jeder dieser Beobachtungen wurde sozusagen von einer Zufallsvariable generiert. Okay? So interpretieren wir das. Ja? Das heißt, das, was Sie jetzt im Endeffekt in einer Stichprobebeobachtung, ist mehr oder weniger zum Teil vielleicht auch nur, aber auch sind dann auch nicht zufällig, ja, okay, das heißt, Sie haben jetzt hier dann, wenn Sie zum Beispiel jetzt sich auf die Zeit stellen und Leute dann fragen, ja, irgendwie Datenhebung machen oder so, Sonntagsfrage stellen oder wie auch immer, okay, dann ist das die Antwort, die Sie jetzt hier dann letzten Endeffekt bekommen, jetzt hier aus Ihrer Sicht zumindest zufällig, also Sie haben jetzt hier dann keine erkennbare Kausalität, ja, okay, und wir stellen uns jetzt hier dann vor, dass die entsprechenden Beobachtungen aus einer gegebenen Stichprobe letzten Endeffekt aus entsprechenden Zufallsvariablen generiert worden sind. Also die erste Beobachtung von der Zufallsvariable groß x1, die zweite Beobachtung wurde generiert von der Zufallsvariable groß x2 und so weiter, ja. Okay, das sollte jetzt in dem Fall einfach nur das darstellen, ja. So, meine Damen und Herren, und wir haben jetzt hier dann x1, also, ne, also das sind jetzt hier dann die Stichprobenbeobachtungen, hier sind jetzt hier dann die zugrunde liegenden Zufallsvariablen, ja. Und wenn jetzt in dem Fall, okay, die Stichprobe aus Zufallsvariablen generiert wurde, die unabhängig sind, okay, aus derselben Verteilung stammen. Das heißt zum Beispiel, alle sind jetzt hier in dem Exponential verteilt oder alle sind Poisson verteilt oder alle sind geometrisch verteilt und so weiter, ja. Das heißt, sie müssen dann einfach nur aus derselben Verteilung kommen und unabhängig sein. Mit derselben Verteilung meine ich natürlich auch, dass sie auch die gleichen Parameter haben. Dann nennt man die Stichprobe Zufallsstichprobe. Okay, das heißt, eine reine Zufallsstichprobe ist also eine Stichprobe, wo wir unabhängige Beobachtungen. Okay, und wenn sie dann aus derselben Verteilung noch kommen, zusätzlich, also zum Beispiel alle sind dann geometrisch verteilt oder so, also es kann jetzt hier zum Beispiel nicht sein, dass jetzt hier dann x1 geometrisch verteilt ist und x2 binomial verteilt ist oder so. Das kann nicht funktionieren, ja? Verteilung kommen. Okay. Und ja, und dann habe ich jetzt hier dann eine sogenannte Zufallsstichprobe. Das war's schon. Okay? Ja? Also wie gesagt, Unabhängigkeit und müssen aus derselben Verteilung kommen. In der Statistik schreibt man das jetzt hier mit IID. Ja? IID ist jetzt hier dann aus dem Fachjargon, ja, bedeutet jetzt hier dann independently and identically distributed. Okay? Also das kommt aus dem Englischen, heißt unabhängig und identisch verteilt. Ja? Unabhängig und identisch verteilt. IID, ja, hat sich jetzt hier sozusagen dann, also diese Abkürzung hat jetzt sozusagen Einzug jetzt hier dann auch in die deutsche Literatur dann gefunden. Man sagt jetzt hier dann quasi im Fachjargon, sagt man einfach dazu IID Zufallsvariablen. Das heißt im Prinzip jetzt hier dann die Stichprobe wurde dann aus IID Zufallsvariablen generiert. Da werde ich jetzt hier dann öfter sagen, okay? Also IID steht für Independently and Identically Distributed. Okay, das ist ja hier im Prinzip dann alles. Okay, man versteht nichts, weil es hängt. Okay, ja, ich habe jetzt hier leider, wie gesagt, scheinbar Probleme jetzt hier mit dem Stream. Wie sieht es denn aus? Krise, Krise, Krise. Okay, ich werde das jetzt hier nachher nochmal im Video sehen. Auf Twitch geht's. Ja, YouTube werden wir beobachtet. Verstehen Sie? Ja, wie ist es bei Twitch? Da ist alles gut, ja? Ja. Twitch ist alles gut? Gibt es mal Leute vielleicht bei YouTube? Können Sie vielleicht mal kurz jetzt hier dann in die Kommentare hauen? Ich habe jetzt hier leider keine Sicht jetzt hier dann der Dinge für Twitch. Aber scheint doch eigentlich jetzt hier dann doch ganz gut zu laufen, ja, dort. Also dort funktioniert alles. Okay. Bei YouTube nicht. Ah, okay. So, meine Damen und Herren. Okay, scheint aber doch einigen, also vielleicht, es könnte aber vielleicht irgendwo, dass es bei Ihnen Probleme gibt, kann auch sein. Also donnerstags, wie gesagt, habe ich jetzt scheinbar irgendwie mehr Traffic, ja. YouTube, wir werden beobachtet, verstehen Sie? Ja, wir müssen aufpassen, was wir sagen. Ja. Normalverteilung ist. Ist Mafia, ja. Das kann ich jetzt hier nicht ändern. So.
Okay, dann ist alles gut. Ja, so, meine Damen und Herren, das ist also der letzte Endeffekt. IID-Zufallsvariablen heißt also unabhängig. Ja, sie sind alle unabhängig und kommen aus derselben Verteilung. Das ist damit gemeint. Ja, unabhängig und kommen aus derselben Verteilung. IID. Alright, so. Wenn jetzt hier, ich habe IID-Zufallsvariablen und sie sind jetzt hier dann unabhängig, kommen aus derselben Verteilung. Wenn sie aus derselben Verteilung kommen, dann sind auch die Parameter gleich. Also selbe Verteilung schließt auch mit ein, dass dann auch die Parameter die gleich sind. Also wenn sie zum Beispiel alle binomial verteilt sind oder so, okay, dann ist zum Beispiel n immer bei allen dasselbe. Ne? Also n, die Anzahl der Versuche zum Beispiel dann 10 oder so, ist dann allen, bei allen 10. Ja? Und die Trefferwahrscheinlichkeit ist dann auch bei allen dasselbe. Ja? Und wenn dem so ist, dann kann man jetzt hier dann auch sagen, dass der Erwartungswert von der einen, na, der Erwartungswert dem anderen entspricht. Das heißt, die Erwartungswerte sind dann auch alle gleich, wenn jetzt hier dann auch die Verteilung gleich sind. Verstehen Sie? Und dann sind auch die Varianzen gleich. Ja, das ist jetzt hier das, was wir dann haben. Also wenn ich ein IID-Zufallsvariablen habe, okay, wie gesagt, IID bedeutet unabhängig und identisch. Ja, also das identisch im Sinne nicht, dass sie gleich verteilt sind, sondern identisch verteilt heißt, dass sie dann aus derselben Verteilung kommen. Also alle sind zum Beispiel geometrisch verteilt oder so. Ja. Wenn sie alle geometrisch verteilt sind und mit den gleichen Parametern, dann sind auch die Erwartungswerte gleich. Okay? Das ist das, was jetzt hier dann steht. Das behalten wir einfach mal im Hinterkopf. Okay? Also jedes Mal, wenn ich jetzt hier dann IID-Zeug herauspacke, habe ich immer die gleichen Werte. Das passen Sie auf. Wir wiederholen nochmal ganz kurz, was Erwartungswert eine Summe und die Varianz eine Summe ist. Erwartungswert einer Summe, meine Damen und Herren, ist die Summe der Erwartungswerte. Nochmal, Erwartungswert einer Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Immer. Die Varianz einer Summe aber nicht. Die Varianz einer Summe ist nicht die Summe der Varianzen. Das ist die Summe der Varianzen plus zweimal die Kovarianz. Wir hatten das schon. Okay? Ich hatte dort nur x und y geschrieben. Jetzt schreibe ich hatte einfach x1 und x2, aber das ist im Prinzip dann egal. Ja? Also hier habe ich jetzt hier nochmal kurz das jetzt hier nochmal vorgestellt. Das brauchen Sie jetzt hier nicht abschreiben. Wie gesagt, das hatten wir schon. Okay? So. Also, Erwartungswert der Summe ist Summe der Erwartungswerte. Varianz der Summe ist die Summe der Varianzen plus zweimal die Kovarianz. Okay? So, wie kann ich jetzt hier dann die Systematik jetzt hier für die Berechnung der Varianz der Summe dann anschauen? Die Varianz der Summe, meine Damen und Herren, und das kennen Sie auch schon, das ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, entspricht der Summe der Einträge aus der Varianz-Kovarianz-Matrix. Die Varianz-Kovarianz-Matrix bei zwei Zufallsvariablen von x1 und x2 hatten Sie schon mal gesehen indirekt, ne, wo wir die Matrizenschreibweise hatten bei der Normalverteilung, ne, wo das ein bisschen da verwirrend war. Da war die Varianz-Kovarianz-Matrix drin. Und jetzt habe ich jetzt hier das auch nochmal wieder. Okay, die Varianz-Kovarianz-Matrix sah jetzt hier dann so aus, dass sie auf der Varianzen stehen und auf der Nebendiagonale jetzt hier dann die Kovarianzen. Okay, also hier habe ich die Varianzen, ne, auf der Hauptdiagonale. Und hier habe ich dann die Kovarianzen jeweils von x und x1 und x2. Und wenn ich das alles addiere, also wenn ich diese vier Einträge aufaddiere, kommt die Varianz der Summe raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier dann im Prinzip, ja, mir sozusagen jetzt hier einfach so einen Überblick verschaffen möchte, wie man die Varianz einer Summe dann bestimmt, okay, dann setzen Sie einfach die Kovarianz, also die Varianz-Kovarianz-Matrix auf, jetzt hier dann, das hat diese Gestalt, und dann summieren Sie einfach die Einträge auf. Okay, und dann können Sie, die Varianz der Summe entspricht der Summe aller Einträge aus der Varianz-Kovarianz. Also Varianz von x1 plus Kovarianz plus Varianz von x2 ergibt dann Varianz der Summe plus zweimal die Kovarianz. Also ich habe jetzt hier dann zweimal die Kovarianz drin, ja? Hier oben und hier unten. So, und wenn ich das weiß, kann ich das sehr leicht jetzt hier dann auf mehrere Zufallsvariablen verallgemeinern. Das kennen Sie ja schon, das, was jetzt kommt, brauchen Sie nicht aufzuschreiben. Okay, das, was jetzt kommt, brauchen Sie nicht aufzuschreiben. Für drei, wie gesagt, nicht aufschreiben. Ja, ich zeige Ihnen das nochmal kurz. Erwartungswert der Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Immer, das ist immer so. Okay, ohne Ausnahme, meine Damen und Herren. Erwartungswert der Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Varianz der Summe ist Summe der Varianzen plus die Kovarianzen. Also die letzte im Endeffekt Varianz der Summe ist die Summe der Einträge aus der Varianz-Kovarianz-Matrix. Die Varianz-Kovarianz-Matrix sieht jetzt hier wieder genauso aus wie jetzt hier davor, okay, also im Prinzip jetzt im Grunde genommen von der gleichen Gestalt her. Auf der Hauptdiagonalen sind jetzt hier dann die Varianzen drauf und auf den, ja gut, auf den anderen Elementen sind die Kovarianzen drauf, also hier die Kovarianz von x1 und x2, hier auch, ja,
Also hier in dem Fall, ja, gucken Sie mal, das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal, ja, aber sind jetzt in den Kovarianz mit den jeweiligen Variablen, also hier in der ersten Zeile x1, zweite Zeile x2, dritte Zeile x3 und so weiter, ja, so setze ich das jetzt hier dann zusammen und dann haben Sie jetzt hier dann eine 3 kreuz 3 Varianz Kovarianz Matrix und jetzt hier in dem Fall dann den 3 kreuz 3 Kovarianz Matrix. Okay, haben Sie aber trotzdem jede Kovarianz zweimal drin. Also die Kovarianz von x1 und x2 ist hier auch drin, sehen Sie es? Okay, das heißt, wenn Sie die Summe jetzt hier dann daraus bilden wollen, können Sie erstmal die Hauptdiagonale aufsummieren, das ist dann das hier, ne? Okay, und dann kommen dann jeweils zweimal die Kovarianz mit rein. Also zweimal die Kovarianz von x1 und x2 plus zweimal die Kovarianz von x1 und x3 sind Sie auch hier, plus zweimal die Kovarianz von x2 und x3. Beide sind jetzt hier dann zweimal drin, okay? Also das heißt, ich habe jetzt die Varianz der Summe, ist die Summe der Varianzen plus zweimal die Kovarianzen. Okay, das ist ja das, was wir immer jetzt im Endeffekt hier haben. Ja? Also Varianz der Summe, ne, Summe der Varianzen plus zweimal die Kovarianzen, alle. Ja? Also alle Kovarianzen sind jetzt in der Varianz-Kovarianzen-Matrix zweimal drin. So. Und wenn ich das jetzt allgemein, noch allgemeiner haben möchte, für nicht nur für 3, für 4, sondern für 5, für 6, für 7, für 8 und so, das heißt für n, ja, das heißt die Erwartungswert der Summe, auch hier ist die Summe der Erwartungswerte, sieht dann so aus, das, wie gesagt, das bleibt jetzt hier dann gleich und die Varianz der Kovarianzmatrix hat jetzt in dieser Gestalt, auf der Hauptdiagonalen finden Sie die Varianzen und bei den anderen Elementen sind dann immer die Kovarianzen drauf, okay? Erwartungswert der Summe ist die Summe der Erwartungswerte und Varianz der Summe ist dann die Summe der Einträge aus der Varianz-Kovarianz-Matrix. Ich habe eben auf der Hauptdiagonalen jetzt hier dann die Varianzen drauf. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier dann die Summe der Varianzen plus die Kovarianz, also plus zweimal die Kovarianzen jeweils, ja, weil jede Kovarianz jetzt hier dann zweimal drin ist. Ja, okay, also plus zweimal diese, oh, das ist jetzt ein bisschen blöd mit dieser Doppelsumme. Okay, also das heißt, die Kovarianzen summieren Sie jetzt hier dann auf. Ja, wir haben jetzt hier dann Zahlen und Spalten. Okay, aber ja, die 2 kommt jetzt hier weg. Das ist jetzt hier leider falsch. Ich versuche das jetzt hier dann zu verdecken, ja, weil die 2 jetzt hier dann automatisch jetzt hier dann immer drauf ist. Okay, also wie gesagt, hier die 2 einfach wegstreichen. Das werde ich jetzt immer korrigieren. Das ist jetzt hier leider falsch. Also Sie summieren einfach die Kovarianzen auf. Aber so, dass jetzt hier dann in dem Fall I nicht J ist. Ne? Also Zahlenindex ist jetzt hier nicht Spaltenindex, ja, weil dann haben Sie nämlich die Varianzen. Also Kovarianz, eine Variable mit sich, ist jetzt hier dann die Varianz. Ich versuche jetzt hier dann die 2 zu verdecken. Das ist jetzt hier dann falsch, korrigiere ich ja gleich nochmal bei den Folien. Weil wenn Sie Doppelsumme machen, haben Sie automatisch jetzt hier dann jede Kovarianz zweimal drin. So, meine Damen und Herren, ja, also hier die 2 muss jetzt hier dann weg. Aber ansonsten stimmt alles. Ja? Okay, vorhin hat es auch. So, meine Damen und Herren, also ich entschuldige mich. Okay, korrigiere ich ja nach nochmal. Ich versuche das jetzt hier zu verdecken, dass Sie das nicht sehen, ja, um zu verhindern. Okay, wie sieht es jetzt hier dann aus? Bei Unabhängigkeit sind die Kovarianzen nämlich alle 0. Ja, okay, also wenn die unabhängig sind, sind sie auch unkorreliert, wie Sie wissen. Okay, das heißt, wenn ich dann IID Zufallsvariablen habe, ja, oder oh gut, dazu kommen wir gleich. Wenn jetzt hier zunächst mal aber erstmal die nur unabhängig sind, okay, also wenn die Zufallsvariablen nur unabhängig sind, müssen jetzt nicht aus derselben Verteilung kommen, weil erstmal nur unabhängig, dann ist der Erwartungswert der Summe immer die Summe der Erwartungswerte, das bleibt ja sowieso. Und auch die Varianz der Summe ist dann die Summe der Varianzen. Also Varianz der Summe ist dann auch die Summe der Varianzen, weil die Kovarianzen dann 0 sind. Ja, warum? Weil wenn die unabhängig sind, sind sie auch unkorreliert. Okay, und wenn die unkorreliert sind, sind die Kovarianzen ja 0. Das war's. Ja, also das heißt, in dem Fall vereinfacht sich das erheblich, ja, dann habe ich die Kovarianzen nicht mehr drin und dann habe ich jetzt hier beide für die Varianz der Summe die Summe der Varianzen mehr, damit her. Okay? Das halten wir nochmal im Kopf. Und jetzt kommt noch zusätzlich dazu, dass sie nicht nur unabhängig sind, sondern auch aus derselben Verteilung kommen. Die sind jetzt hier also IID. Ja? IID heißt unabhängig und aus der jeweiligen selben Verteilung. Ja? Okay, also wenn sie dann sogar auch aus derselben Verteilung kommen, dann sind auch die Erwartungswerte gleich und die Varianzen sind gleich. Okay, das heißt, die Erwartungswerte, mal angenommen, sind jetzt hier alle μ. Okay, die Bezeichnung kommt zwar aus der Normalverteilung, aber es muss jetzt hier nicht normalverteilt sein. Also bitte beachten Sie, die Zufallsvariablen sind nicht zwangsweise normal verteilt, sie sind identisch verteilt. Das heißt, sie haben alle dieselbe Verteilung. Ja, zum Beispiel alle sind binomial verteilt. Verteilt sind mit den gleichen Parametern, dann haben sie auch denselben Erwartungswert. Und mal angenommen, der Erwartungswert ist jetzt hier dann μ. Okay, ich hätte auch jetzt hier was anderes sein. Also μ ist jetzt wie gesagt nur ein Name, ja. Das ist jetzt hier nur eine Konstante, das ist jetzt nur ein Name für etwas. Ich hätte auch A und B sein können. Ja, okay, also es spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Die Erwartungswerte sind alle gleich. Also μ zum Beispiel. Und die Varianzen sind auch alle gleich. Und dann nennen wir die einfach mal Sigma-Quadrat. Okay? Sigma-Quadrat sind das Größen. Und die sind ja IID. Ja? Das heißt, sie sind jetzt hier dann unabhängig und aus derselben Verteilung. Wenn sie aus derselben Verteilung kommen, sind auch die Parameter gleich. Und wenn die Parameter gleich sind, sind auch Erwartungswerte und Varianzen gleich. Und wenn das so ist, dann ist der Erwartungswert der Summe, passen Sie auf. Und wir können das jetzt hier mal ausrechnen. Okay.
Also hier fragt nochmal jemand, wenn doch die Erwartungswerte gleich sind, müssen dann die Stichproben dieselben Beobachtungen haben? Nein. Nein, 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 nein. Wenn Sie zum Beispiel mit einem Würfel werfen, werfen Sie beim ersten Mal nicht unbedingt das, was Sie beim zweiten Mal werfen. Vorsicht. Ja? Obwohl die Erwartungswerte gleich sind. Ja, vielleicht bei Erwartungswert bei beiden, wenn es jetzt hier beide diskret gleich verteilt ist, Erwartungswert bei beiden ist 3,5, aber sie bekommen nicht immer dasselbe heraus. Ja? Zufall, meine Damen und Herren. Ja? Alright, ja. Also wie gesagt, nur weil die aus derselben Verteilung kommen, heißt auch nicht, dass sie dann letztendlich im Endeffekt die gleichen Beobachtungen haben bei der Stichprobe. Die Erwartungswerte sind gleich, aber nur weil die Erwartungswerte gleich sind, müssen nicht die Beobachtungen gleich sein. So. Erwartungswert der Summe ist weiter die Summe der Erwartungswerte. My plus my plus my plus my. Ja, also wie oft habe ich da my drin? Meine Damen und Herren, n mal. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier dann für den Erwartungswert n mal my in diesem Fall. Und die Varianz der Summe ist dann die Summe der Varianzen. Jede einzelne Varianz ist dann Sigma Quadrat. Ich habe jetzt dann Sigma Quadrat plus Sigma Quadrat plus Sigma Quadrat plus Sigma Quadrat plus Sigma Quadrat. Also insgesamt dann n mal Sigma Quadrat und das war's. Ja, das heißt dann, wenn ich sind dann die Zufallsvariablen IID sind, dann habe ich jetzt hier dann n mal μ für die Summe, für den Erwartungswert der Summe und n mal Sigma Quadrat für die Varianz der Summe raus. Ja, das ist jetzt das, was jetzt hier dann im Prinzip jetzt hier dann hier stehen würde. Okay, so, meine Damen und Herren, also das behalten wir jetzt mal kurz mal im Auge. Okay, und jetzt, wie gesagt, also das, wenn ich das weiß, ja, okay, also wenn ich jetzt hier weiterhin IID habe, ja, schauen wir uns mal an, wie sich dann das arithmetische Mittel dann verhält. Also wie sieht dann jetzt der Erwartungswert des arithmetischen Mittels aus? Okay, das arithmetische Mittel jetzt hier dann aus diesen Beobachtungen, okay, wäre dann das hier oder beziehungsweise das arithmetische Mittel aus den jeweiligen Zufallsvariablen, denen jetzt hier dann die Beobachtungen dann zugrunde legen. Und dann berechne ich den Erwartungswert davon. Der Erwartungswert des arithmetischen Mittels, okay, ist dann zunächst mal der Erwartungswert von 1 durch n mal die Summe. Und das ist die Lineartransformation der Summe. Und ein Erwartungswert der Lineartransformation ist die Lineartransformation des Erwartungswerts. Das wissen Sie ja schon. Das heißt, ich kann ja hier im Prinzip jetzt aus dem Erwartungswertoperator das 1 durch n einfach herausziehen. Okay? Und dann habe ich jetzt hier dann 1 geteilt durch n mal der Erwartungswert jetzt hier dann der Summe. Und dann fragt jetzt jemand nochmal kurz, wie erkennt man, dass die Zufallsvariablen unabhängig sind? Hatten wir gemacht gestern. Schauen Sie nochmal kurz da rein, wie wann Variablen definiert ist. Wie das jetzt hier bei, und bei Diskreten hatten wir das sogar vor, ich glaube, 2 Wochen schon mittlerweile. Also da hatten wir dann Unabhängigkeit von Zufallsvariablen nochmal bei indiskreten Fall etwas ausführlicher hier dann auch besprochen. Ja? Also Unabhängigkeit von Zufallsvariablen hatten wir definiert. Schauen Sie sich nochmal an, wo man das erkennen kann, bei diskreten bzw. bei stetigen jeweils separat. Bei stetigen hatten wir es gestern gemacht, bei diskreten hatten wir das vor, ich glaube, vor 2 Wochen gemacht oder vielleicht letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau. So, also 1 durch n mal der Erwartungswert der Summe und 1 durch n mal der Erwartungswert der Summe ist die Summe, 1 durch n mal die Summe der Erwartungswerte. Ne? Erwartungswert der Summe ist Summe der Erwartungswerte. Ich kann also Erwartungswertoperator und Varianz und die Summenzeichen jetzt hier dann vertauschen. Ne? Also Erwartungswertoperator und Summenzeichen kann ich dann vertauschen, weil Erwartungswert der Summe die Summe der Erwartungswerte ist. Und die Erwartungswerte sind jetzt hier dann alle μ. Das heißt, ich habe jetzt hier dann 1 durch n mal die Summe aus μ. Also das heißt 1 durch n mal μ plus n mal μ. Ne? Also wir hatten ja hier schon heraus, dass der Erwartungswert der Summe n mal μ ist, wenn die Zufallsvariablen IID sind und 1 durch n mal μ ergibt jetzt dann μ. Das heißt, das arithmetische Mittel, meine Damen und Herren, hat den gleichen Zufallsvariablen selbst. Okay, schauen wir gleich nochmal auf. Okay, ja, und dann schaue ich mal auch die Varianz an des arithmetischen Mittels. Die Varianz des arithmetischen Mittels ist zunächst mal die, im Prinzip, dass die Summe der Zufallsvariablen hier einer Lineartransformation unterzogen worden ist. Wenn ich die Varianz einer Lineartransformation berechne, dann ist es natürlich nicht die Lineartransformation der Varianz, sondern das ist dann 1 durch n zum Quadrat mal die Linear, also mal die Varianz. Ne? Also letztendlich im Endeffekt jetzt hier dann der Zufallsgröße. Ne? Wir müssen ja sozusagen, wenn wir hier dann diesen Operator, also wie wir ziehen diese Konstante 1 durch n jetzt die dann aus dem Varianzoperator herausziehen wollen, müssen wir es quadrieren. Und wenn ich 1 durch n mit sich selbst mal nehme, kommt dann 1 geteilt durch n zum Quadrat raus. Das heißt, ich habe jetzt hier dann 1 geteilt durch n zum Quadrat mal die Varianz der Summe. Und wenn die Zufallsvariablen IID sind, dann ist die Varianz der Summe nichts anderes als die Summe der Varianzen, hatten wir schon. Ne? Das ist ja so 1 durch n zum Quadrat mal die Summe der Varianzen. Die Varianzen sind dann alle Sigma-Quadrat. Das heißt, ich habe jetzt hier dann 1 durch n mal die Summe aus Sigma-Quadrat. Das heißt, ne?
1 durch n zum Quadrat mal die Summe aus Sigma Quadrat. Und dann habe ich jetzt hier dann 1 geteilt durch n zum Quadrat mal, ne, das sehen Sie dann hier dann auch, n mal Sigma Quadrat. Ja, wenn die Zufallsvariablen nämlich IID sind, dann ist die Varianz der Summe n mal Sigma Quadrat, wie wir das gesehen haben. Und 1 geteilt durch n zum Quadrat mal n mal Sigma Quadrat ergibt Sigma Quadrat durch n. Okay? Also hier in dem Fall, das arithmetische Mittel hat dann nicht die Varianz von Sigma Quadrat, sondern Sigma Quadrat durch n. Das schreibe ich jetzt hier gleich schon mal auf. Okay, also Erwartungswert des arithmetischen Mittels war μ, okay, wenn die Zufallsvariablen IID sind, und die Varianz des arithmetischen Mittels war Sigma Quadrat durch n. Schreiben Sie das bitte ab. Okay, das wäre jetzt hier ganz gut, wenn man das jetzt hier dann hat. Okay, das reicht, wenn Sie jetzt das hier haben. Aber nur bei IID. Okay, also wenn die Zufallsvariablen IID sind, dann ist der Erwartungswert des arithmetischen Mittels μ und die Varianz des arithmetischen Mittels Sigma Quadrat durch μ. Okay, das ist wichtig. Okay, werde ich jetzt hier dann nochmal des Öfteren benutzen. Ja, okay, also dass Sie das jetzt hier auch haben. Okay, so, meine Damen und Herren, dann geht's weiter. So, das große Gesetz, das Starkgesetz der großen Zahlen, haben Sie bestimmt schon mal gehört. Und das ist das Letzte, was ich jetzt hier dann mit Ihnen heute machen werde. Okay, also das starke Gesetz der großen Zahlen. Es gibt einmal das starke Gesetz, es gibt dann einmal das schwache Gesetz. Und da gibt es von jedem, also von diesen beiden, ja, gibt es jetzt hier mehrere Varianten. Ich werde jetzt hier nur eine Variante erklären, weil die, also das schwache Gesetz ein bisschen schwieriger zu verstehen ist. Okay? Also, wie gesagt, hier, na, das starke Gesetz ist leichter zu verstehen. Und deswegen beschränke ich mich jetzt hier dann darauf. Und es ist natürlich auch klar, dass das schwache Gesetz jetzt hier da nicht drankommt in der Klausur. Okay? Also das schwache Gesetz beinhaltet einen Konvergenzbegriff, den ich jetzt hier dann erläutern muss, und der ist jetzt nicht ganz so einfach. Okay, aber das starke Gesetz ist einfach und wir beschränken uns jetzt hier dann darauf. Im Skript ist jetzt hier gar nicht differenziert, okay, sondern im Skript ist jetzt hier dann nur die entsprechende Folgerung daraus jetzt hier dann dargestellt, aber das ist jetzt hier dann erstmal nebensächlich. Ich möchte jetzt mal ganz konkret sagen, was das starke Gesetz der großen Zahlen jetzt hier dann meint. Varianten selbst sogar innerhalb der Kategorie stark und schwach, okay. Also in dem Fall, ne, das zweite Gesetz der großen Zahlen nach Kolmogorov gibt eben auch sogar das erste Gesetz. Ja? Also auch, wie gesagt, hier gibt es auch mehrere Varianten und das ist die einfachste. Deswegen habe ich das jetzt hier angenommen. Ja? Also wahrscheinlich hat jeder Mathematiker ein eigenes Gesetz der großen Zahlen. Und das ist das leichteste. Deswegen habe ich jetzt hier dann das genommen. Ja? Also wenn Sie sich dann fragen, warum zweites Gesetz? Und so, es gibt auch ein erstes Gesetz. Ja? Also das erste Gesetz ist aber schwieriger zu verstehen. Ja? Das zweite Gesetz ist leichter zu verstehen. Deswegen habe ich das genommen. Ja? So, das sagt Folgendes. Kolmogorov hat das gezeigt. Ich glaube, der Beweis stammt aus den 30ern, also aus dem letzten Jahrhundert noch. Ja? Wenn die Zufallsvariablen IID sind alle, und ich habe jetzt eine Folge von IID-Zufallsvariablen, okay? Und also das heißt, die haben alle denselben Erwartungswert natürlich. Wenn die IID sind, haben sie auch denselben Erwartungswert, weil sie aus derselben Verteilung stammen. Und wenn sie aus derselben Verteilung stammen, haben sie auch die gleichen Parameter. Und wenn die Parameter gleich sind, dann haben sie auch denselben Erwartungswert, ja? Okay? Zum Beispiel der Erwartungswert von allen ist 10 oder so. Ist egal, ja. Also das ist jetzt immer nur, soll ja nur derselbe sein. Und ich habe jetzt eine Folge von Zufallsvariablen, okay, also eine ganze Folge davon, und die ist unendlich. Ja? Also die hört jetzt nicht auf oder so. Ja? Das ist jetzt nicht irgendwie beschränkt oder sowas. Also das geht jetzt hier dann so weiter. Und passen Sie auf. Und Kolmogorov hat dann gezeigt, wenn die Zufallsvariablen IID sind, okay, und wie gesagt, ich habe eine ganze Folge davon, dann konvergiert das arithmetische Mittel aus denen gegen den Erwartungswert fast sicher. Okay, also fast sichere Konvergenz, da kommt noch mal dieser Begriff mit dieser fast sicher, ja, okay, also mit Wahrscheinlichkeit 1. Ich zeige Ihnen mal gleich. Wir definieren jetzt zunächst mal das arithmetische Mittel bis zum n-ten Folgenglied, also bis einschließlich zum n-ten Folgenglied. Warum? Also wie gesagt, weil hier, schauen Sie mal kurz, Sie haben unendlich viele Zufallsvariablen und Sie entscheiden, wie viele sozusagen Sie jetzt hier dann in dem jeweiligen arithmetischen Mittel reinnehmen wollen. Wenn Sie das nicht verstehen, dann werden Sie es dann mal gleich aus dem Beispiel nochmal nachvollziehen. Ja? Wie gesagt, keine Sorge. Okay? So, meine Damen und Herren, ja, also hier in dem Fall x quer, okay, x quer ist das arithmetische Mittel und ich habe das jetzt hier mit n indiziert, wie gesagt, weil, warum? Weil Sie selbst entscheiden, wie viele Beobachtungen oder beziehungsweise wie viele Zufallsvariablen Sie in das arithmetische Mittel da reinnehmen. Also wenn zum Beispiel die ersten 5 sind, dann habe ich jetzt hier dann x quer 5, also das arithmetische Mittel aus den ersten 5. Wenn es die ersten 6 sind, habe ich jetzt hier dann x quer 6. Wenn es die ersten 10 sind, habe ich jetzt hier dann x quer 10 und so weiter. Also wie gesagt, Sie entscheiden selber, wie viel Sie jetzt hier dann reinnehmen. Nur wenn Sie jetzt hier dann die ersten 5, ersten 6, ersten 7, ersten 8 und so weiter jetzt hier dann machen, entsteht eine Folge von arithmetischen Mitteln. Und passen Sie auf, das zweite Gesetz der großen Zahlen nach Kolmogorov besagt, ja, dass dann jetzt in diesem Beispiel
Okay. Das arithmetische Mittel, okay, weil das jetzt hier in dem Fall, oder die arithmetischen Mittel sind ja mehrere, okay, mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen den Erwartungswert konvergieren. Okay, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, passen Sie auf, dass jetzt in dem Fall der Grenzwert von diesem arithmetischen Mittel μ sein wird, okay, hier steht es ja, Limes, kennen Sie ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Grenzwert jetzt wieder μ ist, beträgt, meine Damen und Herren, 1. Ja, das heißt, man sagt jetzt hier dann dazu, und das kennen Sie ja schon, das arithmetische Mittel konvergiert fast sicher gegen den Erwartungswert der Zufallsgrößen. Also nochmal, das arithmetische Mittel konvergiert fast sicher gegen den Erwartungswert. Das arithmetische Mittel konvergiert nicht gegen den Erwartungswert, sondern das arithmetische konvergiert nur fast sicher gegen den Erwartungswert. Also mit Wahrscheinlichkeit 1. Ja? Okay? Also das ist ja sozusagen jetzt hier dann die Interpretation. Das ist das, was das zweite Gesetz der großen Zahl nach Kolmogorov sagt. Wie gesagt, es gibt jetzt hier auch ein erstes Gesetz und so. Brauchen Sie jetzt hier nicht wissen für die Klausur. Okay, das ist jetzt hier dann das Leichteste, das Allerleichteste zu verstehen. Und das ist, deswegen habe ich das jetzt hier dann genommen für diese Einführungsveranstaltung. Okay? Weil ich jetzt hier dann keine weiteren Konvergenzbegriffe jetzt hier dann mehr brauche. Okay? Also fast sicher, ja, haben Sie jetzt hier wieder. Okay? Ich zeige Ihnen das mal, was das bedeutet im konkreten Fall, wenn Sie das jetzt hier nicht ganz nachvollziehen, was mit diesem arithmetischen Mittel los ist. Ja? So wie man das jetzt hier dann nochmal jetzt hier dann machen wir vor. Sie haben jetzt hier dann einen Würfel, okay? Und den haben Sie 10-mal geworfen, okay? Und Sie haben jetzt hier beim ersten Wurf 4, zweiten Wurf 6, dritter Wurf 6, vierter Wurf 2 gehabt, fünfter Wurf 2, sechster Wurf 3, siebter Wurf 2, achter Wurf 6, neunter Wurf 5 und zehnter Wurf wieder 5. Und vielleicht werfen Sie nochmal weiter, ja? Okay, Stichprobe der ersten 10 Würfe. Und dann berechne ich jetzt hier dann die jeweiligen arithmetischen Mittel. Das arithmetische Mittel x1, da geht jetzt hier dann nur die erste Beobachtung damit rein. Ja, sehen Sie, da geht jetzt hier nur die erste Beobachtung rein. 1 geteilt durch 1 mal 4 sozusagen ist jetzt hier dann 4. Also dort fängt es jetzt hier dann an. Okay, dann das arithmetische Mittel, die zweite. Okay, da gehen jetzt hier dann die ersten zwei Beobachtungen damit rein. Ne? Das heißt, ich habe jetzt hier dann ein halb mal die Summe von 4 plus 6 ist jetzt hier dann 5, ne? Wie Sie sehen. Okay, also so ist es jetzt hier dann gemeint mit diesen arithmetischen Mitteln. Ne? Dann das arithmetische Mittel Nummer 3, ja, ist sozusagen, da gehen die ersten drei Beobachtungen rein. Also da merken Sie sozusagen, wie man jetzt hier dann die arithmetischen Mittel ja aufsetzt. Okay, also gehen wir mal ganz kurz zurück, ja, dass Sie das hier nochmal sehen. Ja, okay, bei dem n-ten arithmetischen Mittel gehen ja die ersten n-Zahlen jetzt hier in dem Fall da rein. Okay, also so geht es jetzt hier dann einfach nochmal weiter. Ja, also arithmetisches Mittel, die dritte, ja, da gehen die ersten drei rein. Also 4 plus 6 geteilt durch 3 ergibt jetzt hier dann ungefähr das hier. Okay. Und so weiter und so weiter. Das arithmetische Mittel, die vierte, meine Damen und Herren, ist dann jetzt hier dann 1 geteilt durch 4 mal die Summe aus den ersten 4 Beobachtungen. Okay, das ist jetzt hier in dem Fall dann das hier. Ne? Da haben Sie jetzt hier dann 4,5. Okay, das arithmetische Mittel, die fünfte, ja, gehen die ersten 5 Beobachtungen rein. Also das arithmetische Mittel aus den ersten 5. Okay, na, 4 plus 6 plus 6 plus 2 plus 2. Ja? Also Sie jetzt in dem Fall dann das hier und das ist jetzt hier dann 4,0. Das arithmetische Mittel, die sechste. Okay, da gehen die ersten, also jetzt verstehen Sie es ja eigentlich. Ja, okay. Und ich nehme jetzt quasi dann immer die, na, also wenn das jetzt hier dann die arithmetische Mittel die sechste ist, dann nehme ich jetzt hier dann die ersten sechs Beobachtungen mit rein, arithmetisches Mittel die siebte, dann nehme ich die ersten sieben Beobachtungen mit rein und so weiter, ja. Okay, arithmetisches Mittel die siebte, ja, da gehen die ersten sieben Beobachtungen damit rein. Also dann habe ich dann ein Siebtel mal die Summe dieser ersten sieben Beobachtungen. Wie gesagt, brauchen Sie auch hier nicht abschreiben, das jetzt hier dann, das dauert zu lang, ja. Das reicht, wenn Sie das jetzt hier dann nochmal nachvollziehen. Hier in diesem konkreten Beispiel mal angenommen, sah das jetzt hier dann so aus. Ja, und so, und so setze ich das dann fort. Und so weiter und so weiter. Okay? Also hier dann das arithmetische Mittel, die dritte, die achte, ja. Brauchen Sie jetzt hier nicht mehr. Also da gehen die ersten 8 Zahlen da rein. Okay, jetzt hier dann für die Rechnung. Und so weiter und so weiter. Dann arithmetisches Mittel die neunte, arithmetisches Mittel die zehnte, bla 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 bla. So. Und irgendwas passiert hier. Ja, das werden Sie gleich schon mal hier verdeutlichen. Also ich werde es ja gleich schon mal verdeutlichen. Irgendwas passiert hier. Und das wollen wir uns mal anschauen. Ja, mit den arithmetischen Mitteln. Ja. Ich habe jetzt hier so eine kleine Simulation für Sie vorbereitet, die Sie sich jetzt hier mal anschauen können. Und ich werde das jetzt hier gleich mal vorführen, ja, wie das jetzt hier dann geht. Okay, weil die Ergebnisse sind jetzt hier dann hier zusammengefasst, aber ich zeige Ihnen lieber dann das entsprechende Filmchen dazu. Passen Sie auf. Okay, also das sieht jetzt wieder so aus. Ich habe jetzt hier, um das nur mal zu erklären, habe ich jetzt hier die jeweiligen Indizes jetzt hier dann nochmal aufgeschrieben, also für die entsprechenden Ergebnisse. Okay, also ich werfe hier sozusagen, ja, hier beim ersten Wurf, zweiter Wurf, dritter Wurf und so. Und ich simuliere jetzt hier dann einfach die Würfe. Okay,
zweiter Wurf war 6, ne? Erster Wurf war 4, zweiter Wurf ist 6, dritter Wurf 6 und so weiter. Und die rechnen dann die arithmetischen Mittel jeweils aus. Hier sehen Sie da quasi dann daneben. Okay. Und trage die arithmetischen Mittel hier in dieser Grammärze dann ein. Okay, also hier, ne, das erste, das zweite, das dritte, das und so weiter. Und dann passiert hier was. Okay. Und was hier passiert, das sollen Sie jetzt hier gleich sich mal anschauen. Ja, da passiert nämlich so eine Konvergenz hier. Ja. Das arithmetische Mittel hier, oder die arithmetischen Mittel konvergieren. Ja. Okay, also wie gesagt, immer sozusagen bei der Berechnung der arithmetischen Mittel jetzt hier dann bei denen jetzt hier dann die ersten. Ja, ich bin jetzt hier schon beim 12. Wurf oder so, also das arithmetische Mittel aus den ersten 12 Würfen, das hier das arithmetische Mittel aus den ersten 13 Würfen und so und so weiter und so weiter. Und hier passiert ja was. Und da sehen Sie sich, schauen Sie sich das einfach mal an, ja, was jetzt hier dann eigentlich los ist. Okay. Also hier geht es jetzt hier dann so weiter, ja. Ich würde es jetzt hier so ein bisschen, ja, die Simulation, die ich jetzt hier dann für Sie noch gestern schnell auf die Schnelle gemacht hatte, ja. Okay. Und ja, und ich trage jetzt hier dann die Würfe dann ein und berechne jetzt hier dann die arithmetischen Mittel jeweils neu. Gucken Sie sich mal. So, meine Damen und Herren, ja, also ich hoffe, Sie haben jetzt hier dann verstanden, ja, worum es jetzt hier dann eigentlich geht. Ja. Ich habe es jetzt hier nochmal zusammengefasst, jetzt hier bei den einzelnen Simulationsergebnissen hier auf dem nächsten Slide. Das müssen Sie nicht abschreiben, ja. Müssen Sie auch nicht auswendig lernen, ja, bevor Sie jetzt hier nochmal verunsichert werden, okay. Können Sie mich alle wieder hören? Okay. Ach so, ja, ich frage jetzt hier gerade jemand, ob man erkennen muss, dass das IID ist. Nein, das können Sie gar nicht. Man kann es aber testen. Also man kann Unabhängigkeit testen. Zeige ich Ihnen auch, wie das geht. Okay, Sie können das nicht erkennen, also aus der gegebenen Beobachtung. Also wie gesagt, ich kann jetzt hier nicht erkennen, dass die Ergebnisse hier daraus unabhängig sind auf den ersten Blick. Okay, das geht nicht. Kann man aber gegebenenfalls testen, wenn man will. Ja. Okay, das geht schon. Aber das können Sie jetzt erstmal aus, also empirischen Verteilung können Sie das jetzt hier dann nicht erkennen. Bei einer theoretischen gemeinsamen Verteilung, ne? Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichte, ne? Ist jetzt hier dann das Produkt der jeweiligen Randdichten, da sind Sie unabhängig, ne? Wissen Sie ja bei stetigen. Okay, bei diskreten gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsfunktionen ist immer das Produkt jetzt hier dann der jeweiligen Randwahrscheinlichkeit. Na, haben wir ja schon Unabhängigkeit von Zufallsvariablen. So, jetzt hier sieht es, also wie gesagt, das Ergebnis sieht dann so aus, ja? Hier bei den Beobachtungen. Okay? Sie können mich hören, können Sie das sehen, ja, hier ist es nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was da jetzt hier dann rauskam und hier merken Sie, ja, mit den arithmetischen Mitteln passiert was. Also so eine leichte Tendenz ist jetzt hier dann vorhanden, ne? Okay, gut, ich müsste jetzt hier noch ein bisschen weitergehen, ja, also ich müsste jetzt hier dann, ich habe jetzt hier nur 40 Würfe gemacht, ja, man müsste jetzt hier noch ein bisschen weiter werfen, ja, das habe ich jetzt nicht mehr gemacht, ja, aber das reicht, um jetzt hier dann so eine gewisse Tendenz zu verdeutlichen. So sieht jetzt hier zum Beispiel jetzt hier eine fast sichere Konvergenz dann aus bei den Realisationen. Ja? Und das ist das, was jetzt hier dann das Gesetz der großen Zahlen sagt.
Na, im Prinzip, und ich zeige Ihnen das mal gleich, ja, wenn ich jetzt hier davon ausgehe, dass die Augenzahl, das brauchen Sie jetzt hier wieder, um nicht mehr abzuschreiben, weil diesen Slide kennen Sie ja schon. Wenn Sie ja im Prinzip jetzt hier dann die Augenzahl, ja, als diskret gleichverteilt jetzt hier dann annehmen. Also mal angenommen, wir hatten jetzt hier dann, ich hatte dann bei der Simulation, hatte ich jetzt hier dann diskret gleichverteilte Zufallszahlen. Da sind die Realisationen jetzt hier bei der Augenzahl jetzt hier dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die Wahrscheinlichkeiten dafür sind immer gleich. Ja, nicht abschreiben. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit von jeder einzelnen Realisation ist ein Sechstel. Okay? Das ist so jetzt ja die diskrete Gleichverteilung jetzt hier nochmal definiert. Wenn ich den Erwartungswert bestimmen möchte, kann ich jetzt hier dann auch in das Skript schauen, dann steht ja auch die Formel da. Also, ne, in dem Fall aber das, also k plus 1 geteilt durch 2 war das. Ne? Also wir hatten hier k gleich 6, ne, sind jetzt wieder 6 Stück. Also k ist jetzt wieder die Anzahl der Realisationen. Die kommen jetzt hier mit der gleichen Wahrscheinlichkeit davor. Ich habe jetzt mal trotzdem mal diese Formel gewählt. Ja? Also das heißt, wir haben jetzt hier dann Summe aus den Realisationen mal die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Realisation. Das steht ja hier. Ne? Brauchen Sie jetzt nicht abschreiben. Und da kommt jetzt hier dann 3,5 heraus. Das ist der Erwartungswert. Und das wird dann auch der Erwartungswert bei jedem Wurf sein. Also auch hier hat jemand die Frage gestellt, wenn der Erwartungswert gleich ist, sind dann auch die Realisationen gleich? Und die Antwort ist nein. Ja. Sie haben es hier auch bei dem Beispiel gesehen. Ja. Manchmal werfe ich eine 5, manchmal eine 6, manchmal eine 1, manchmal eine 2. Also die Realisation an sich, die Menge der Realisationen ist gleich, aber nicht die konkrete Realisation, die ich dann beobachte, die nicht. Ja. Also das ist somit ist es gemeint. Das ist nicht unbedingt dasselbe. Okay? So, meine Damen und Herren. Also das, was ich beobachte am Ende, wie gesagt, muss jetzt nicht immer letzt im Endeffekt dasselbe sein. Und wenn ich jetzt hier aber das zweite große Gesetz, zweite Gesetz der großen Zahlen jetzt hier nach Kolmogorov jetzt hier nochmal illustrieren möchte, jetzt hier dann für die diskrete Gleichverteilung, dann sieht das jetzt hier dann wie folgt aus jetzt hier mal. Angenommen, wenn die Zufallsvariablen ne, bei den Würfen ne, diskret gleichverteilt sind, mit Anzahl der Realisationen ja gleich 6, wir haben ja 6 Augenzahlen bei jedem Wurf, okay? Das bedeutet also in dem Fall und auch unabhängig sind. Das heißt, das, was Sie zum Beispiel beim ersten Wurf werfen, hängt nicht davon ab, was Sie beim zweiten Wurf werfen. Ja, das können Sie einfach erreichen, wenn Sie jetzt hier dann irgendwie, was weiß ich, bei jedem Wurf jetzt hier dann immer den Würfel jetzt hier dann neu in die Hand nehmen. Ja. Okay, also die Würfel sind ja unabhängig, das ist jetzt hier leicht zu erreichen. Dann gilt ja im Prinzip, dass die Erwartungswerte von allen jetzt hier dann 3,5 ist. Von allen. Okay, also der Erwartungswert ist immer 3,5 bei jedem Wurf. Ne? Okay, so. Und dann besagt ja im Prinzip jetzt hier dann das Gesetz der großen Zahlen, dass das arithmetische Mittel ne, aus den jeweiligen Versuchen, okay, also bei den jeweiligen zugrunde liegenden Zufallsvariablen, mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen 3,5 konvergiert. Okay, das heißt im Prinzip, ja, so letzten Endeffekt jetzt hier dann Erwartungswert hier dann 3,5. Okay, das heißt, diese Folge, die Sie jetzt hier dann gesehen haben, strebt mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen 3,5. Ich zeige Ihnen mal kurz in dem Bild. Ja, wie gesagt, das brauchen Sie nicht abschreiben. Also hier das Bild sah ja so aus. Okay. Na, hier sehen Sie ja, die Folge strebt mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen 3,5. Die Folge strebt jetzt hier nicht gegen 3,5. Man geht mal vielleicht mal nach oben oder so. Und dann kommt vielleicht eine Serie, wo Sie dann, was weiß ich, 10 Mal hintereinander die 6 werfen. Das verschiebt jetzt hier so ein bisschen das Ganze nach oben dann. Okay. Aber man kann ja hier dann zeigen, dass im letzten Endeffekt diese Folge hier aus den arithmetischen Mitteln mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen 3,5 strebt. Also fast sicher. Okay, das ist jetzt hier dann das, was jetzt hier dann dieses Gesetz dann sagt. Okay, also hier nur mal das hier gerade für dieses Beispiel jetzt hier nochmal extra neu formuliert. Also ich muss jetzt einfach Mühe durch 3,5 ersetzen. Okay, das war's. Das ist alles. Okay. Okay, ja, also x1 und x2, ja, wie fragt jetzt jemand, sind es zwei verschiedene Beobachtungen? Muss nicht unbedingt sein, wenn Sie zweimal das gleiche werfen, okay, dann haben Sie ja die gleichen Beobachtungen. Ja, also auch hier, das muss auch nicht sein, sind aber zwei verschiedene Zufallsvariablen, die unabhängig sind, aber derselben Verteilung unterliegen. Okay, so ist es jetzt hier dann zu verstehen. Ja, also, das ist jetzt hier dann auch das zweite Gesetz der großen Zahlen jetzt hier dann für dieses Beispiel nach Kolmogorov. Okay, Sie hatten jetzt hier das dann wahrscheinlich jetzt hier dann aus der Simulation gesehen, wie das jetzt hier dann abläuft. Das heißt, die Folge aus diesen arithmetischen Mitteln strebt mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen 3,5, weil 3,5 der Erwartungswert hier ist, der diskreten Gleichverteilung. Ja, also dieser diskreten Gleichverteilung mit 6 Realisationen. Das ist das, was hier im Prinzip jetzt hier dann gesagt wurde. Okay, so, meine Damen und Herren, und ich möchte Sie vielleicht auf etwas hinweisen. Im Prinzip wäre es ja möglich, zum Beispiel, dass Sie das hier machen. Also stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor: Sie werfen, Sie werfen, Sie werfen, Sie werfen, Sie werfen. Und es kommt immer nur die 6. Und obwohl die Wahrscheinlichkeit jetzt hier nur ein Sechstel ist, dass Sie dann die 6 werfen bei jedem Wurf,
kann es passieren, dass sie dann nur Sechse werfen. Okay? Wie gesagt, ich habe jetzt nicht gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass es so sein wird. Ich habe gesagt, das Prinzip, also Prinzip könnte das jetzt hier dann so sein. Und prinzipiell könnte das jetzt hier so ewig so weitergehen. Ja? Also stellen Sie sich mal vor, ja, Sie werfen bis in alle Unendlichkeit hinein, ja, immer nur die 6. Wenn Sie nur die 6 werfen, okay, dann ist jetzt im Prinzip ja nicht so, dass das arithmetische Mittel gegen den Wert 3,5 konvergiert. Ja, das müssen Sie ja im Endeffekt ja sagen, also das arithmetische Mittel konvergiert nicht gegen den Wert 3,5. Das ist nicht das, was jetzt in dem Fall das Gesetz der großen Zahl sagt, okay, sondern das Gesetz der großen Zahl sagt, also das starke Gesetz sagt, das konvergiert nur fast sicher gegen den Wert 3,5. Okay, das bedeutet also, dass Sie sowas haben, okay, ist sogar fast unmöglich. Das ist ja das, was im Prinzip jetzt hier dann kommt. Okay, also allerdings besagt jetzt hier im Prinzip das Schachgesetz der großen Zahlen, dass das Ereignis, bei dem Sie jetzt hier dann letztem Endeffekt dann das arithmetische Mittel nicht gegen 3,5 konvergiert, die Wahrscheinlichkeit 0 hat. Okay, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sozusagen sowas haben, bis in alle Ewigkeit hinein, ist 0. Ja, das heißt, Sie können dann sagen, Sie werden fast sicher nicht ausschließlich jetzt in dem Fall nur 6er werfen, jetzt im Prinzip, wenn Sie das Experiment hier ewig weiterlaufen lassen. Okay? Die Wahrscheinlichkeit, dass das ja passiert, also dass Sie nur 6er werfen, ist 0. Und das ist das, was Gesetz dann sagt. Das heißt, wir müssen jetzt hier einfach nur sagen, ja, also wie gesagt, wenn Sie jetzt hier dann sagen, dass das arithmetische Mittel jetzt hier dann gegen den Erwartungswert konvergiert, dann ist es falsch. Okay, das arithmetische Mittel konvergiert nur fast sicher gegen den Wert 3,5. Okay, das ist jetzt wieder ein Unterschied. Also mit Wahrscheinlichkeit 1. Okay, okay, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ja im Prinzip jetzt hier, ne, der Grenzwert von dem arithmetischen Mittel 3,5 beträgt, wird 1 sein. Das ist das, was es sagt. Okay, alles klar. Okay, ja, also wie gesagt, ne, also Sie haben recht, wenn Sie schreiben im Chat, nichts ist unmöglich, in Ordnung. Deswegen sagt man, es ist fast unmöglich, ne, fast unmögliches Ereignis, ja, heißt also ein Ereignis, was die Wahrscheinlichkeit mit Null hat. Okay, ja, hier nur ein Unterschied, also es ist fast unmöglich. Sie haben recht, es ist nicht unmöglich, ja, im Prinzip wäre es auch denkbar, dass Sie nur 6 erwerfen. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist Null. Okay, also wenn Sie das bis in aller Ewigkeit jetzt hinein tun. Okay, deswegen sagt man fast unmöglich. Okay, genau, ne? Also wenn Sie jetzt ein Ereignis haben, was jetzt hier in dem Fall fast sicher ist, dann ist das Komplement davon fast unmöglich. Genau, fragt jetzt hier gerade jemand bei YouTube. So, meine Damen und Herren, das ist ja hier dann die sogenannte fast sichere Konvergenz, aber das müssen Sie jetzt hier dann nicht mehr wissen für die Klausur. Ja, es gibt jetzt hier eine eigene Konvergenzart, die man jetzt hier dann definieren kann. Die sogenannte fast sichere Konvergenz, aber hier haben Sie ein Beispiel dafür gesehen, also wo die arithmetischen Mittel fast sicher gegen den Wert 3,5 konvergieren. Okay, also mit Wahrscheinlichkeit 1 heißt es eigentlich nur. So, das ist das Gesetz, das starke Gesetz der großen Zahlen. Wie gesagt, es gibt mehrere Varianten, also ich glaube, jeder Mathematiker hat eine eigene, eigene Version davon, ja, weil dieses Gesetz gilt ja nicht nur bei IID. Okay, wir hatten jetzt hier dann angenommen, dass die Zufallsvariablen IID sind. Das wäre dann hinreichend, dass es jetzt hier dann das Gesetz der großen Zahlen erfüllt. Aber das muss nicht immer sein, dass es IID ist. Also es gibt auch Fälle, jetzt im Endeffekt, wo das Gesetz der großen Zahl erfüllt ist. Also das Gesetz der großen Zahl, wie gesagt, besagt, also das starke Gesetz besagt, dass das arithmetische Mittel mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen den Erwartungswert konvergiert. Also fast sicher. Ne? Aber das ist nicht nur bei IID der Fall. Ja? Aber wenn es IID ist, dann ist es auf jeden Fall erfüllt. Ne? Das ist das, was Kolmogorov-Fitzi dann bewiesen hat. Aber nicht nur, wenn es IID ist. Deshalb gibt es eine Folgerung. Und die Folgerung steht im Skript. Okay, also das ist die Folgerung, die jetzt hier dann drin steht. Nicht letztem Endeffekt ja das, was ich gesagt hatte, ne? Sondern die Folgerung steht drin. Und ne, also wenn ja im Prinzip eine Zahlenfolge oder letztem Endeffekt eine Folge von arithmetischen Mitteln, ne? Also wenn eine Folge aus arithmetischen Mitteln, die sich aus Zufallszahlen ergeben, mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen den Erwartungswert der Zufallsvariablen konvergiert, also gegen mehr, okay, dann ist ja im Prinzip, also wie gesagt, wenn das jetzt hier dann erfüllt ist, ja, okay, dann sieht es jetzt hier dann so aus, dass jetzt im Endeffekt der Grenzwert jetzt hier dann des Erwartungswerts aus dem arithmetischen Mittel jetzt hier dann Mü ist, okay. Hier ist es jetzt nicht ganz so schön formuliert, ja, weil man jetzt hier dann jede Zufallsvariable auch einen anderen Erwartungswert hätte, ja. Also das heißt, hier müsste man im Prinzip, wenn man das arithmetische Mittel bildet, jetzt hier dann von jedem, im Prinzip jetzt hier in dem Fall jede Zufallsvariable den Erwartungswert abziehen, aber mal angenommen, okay, wir verstehen jetzt einfach mal, dass das jetzt hier dann das starke Gesetz der großen Zahl ist, okay, ja, das reicht dann einfach mal,
dann sagt, also kann man jetzt wieder noch sagen, dass der Grenzwert jetzt wieder das also das Erwartungswert aus dem arithmetischen Mittel jetzt wieder μ sein wird. Und die Varianz ist dann 0. Okay? Das kann man dann sagen. Okay? Natürlich ist es ja dann so, je weiter Sie jetzt hier dann diesen Versuch dann betreiben, umso geringer werden die Streuungen jetzt hier dann sein um den Erwartungswert herum, was jetzt hier dann 3,5 ist. Ja? Das ist das, was jetzt hier dann gesagt wird. Okay? Also das ist ja im Prinzip jetzt hier dann die Folgerung und die steht im Skript drin und die behalten wir nochmal später im Auge. Auf die werde ich jetzt hier nochmal später zurückkommen, wenn wir über sogenannte Schätzfunktionen dann sprechen, beziehungsweise über Güteeigenschaften von Schätzfunktionen. Also das werden Sie jetzt erstmal nicht brauchen. Okay, das ist ja das, was man jetzt hier im Prinzip dann nochmal zusammenfassend jetzt hier dann sagen kann. Und diese Folgerung steht dann im Skript drin. Okay, so meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich wäre jetzt hier nur noch offen für Ihre Fragen. Also wenn Sie nochmal Fragen haben, stellen Sie sie bitte bei YouTube, ja, weil ich das jetzt hier dann nur dort sehen kann. Das hat jetzt hier leider technische Gründe. Also, für den Fall, ja, dass Sie dann sich dann über die Ferien irgendwie Themen wünschen, ja. Wir können ja gerne, wie gesagt, mal so einen Extra-Stream machen, wenn Sie Probleme haben, zum Beispiel, ja, mit bestimmten Konzepten, die wir gemacht haben. Also, das müssen aber nur, wie gesagt, Konzepte sein, die wir gemacht haben, ja. Wenn Sie da Probleme haben, machen Sie ruhig Themenvorschläge. Ich lasse Sie es dann abstimmen. Okay, also wie gesagt, ich poste meinen Link in der Telegram-Gruppe oder bei Facebook. Dann können Sie dann Themenvorschläge machen. Okay, für die vorlesungsfreie Zeit. Also wie gesagt, das ist jetzt hier nur Zusatz, wenn Sie wollen. Welche Tutorumsaufgaben sollen Sie machen? Erstmal gar keine. Erstmal sollen Sie chillen, ja? Also nächste Woche chillen Sie bitte, ja? Sie machen da Ferien. Okay, erstmal. Ich sag mal, bis zum 26. Ja? Danach können Sie, dann werde ich ankündigen, die alles machen bis Aufgabe 36. Okay? Aber erst nach den Weihnachtsferien. Also erst, wenn Weihnachten vorbei ist. Also Weihnachten ist am 27. Also 25, 26. ist, dann am 27. fangen Sie wieder an, okay? Ja, 27. fangen Sie an zu lernen. Dann können Sie dann, weil Sie brauchen auch mal ein bisschen Pause. Nehmen Sie mal 3 Tage Pause. Nehmen Sie 3 Tage frei. Ja, werden Sie jetzt brauchen. Ich meine, wir haben jetzt auch schon ziemlich viel gemacht, ja? Okay? Und danach, ja, spätestens nach dem. Nein, nicht nach dem 1. Januar, also dann sind Sie noch wahrscheinlich betrunken. Am 2. Januar sind Sie wieder nüchtern, ja? Also Silvester, da geben Sie sich mal ein bisschen was, ja? 1. Januar ist Hangover, ja? Okay, 1. Januar ist Hangover, ja? Aber beim 2. Januar, meine Damen und Herren, da geht's wieder ab, ja? Okay, ja? Alright, okay, also 1. Januar Hangover, 2. Januar Gas geben. Ja, okay. So, fragt jetzt jemand, wie man Chi-Quadratverteilung und T-Verteilung, inwiefern ist es von Bedeutung? Ja, wird später von Bedeutung sein, nicht jetzt. Okay, wird jetzt hier dann, wir werden das später brauchen. So, dann fragt jemand, wann werden wir die Probeklausur besprechen? Gar nicht. Probeklausur müssen Sie sich selbst durchkämpfen. Das erwarte ich dann von Ihnen. Ich habe Ihnen die Lösung gegeben, ja, und ich habe ewig lang gebraucht, bis ich die Lösung jetzt sie dann geschrieben habe. Ausführliche Lösung, ja. Das, was ich Ihnen erzählen würde, ist auch das, was in der Lösung steht. Lesen Sie es einfach durch, okay? Können wir einen Extra-Stream machen, über mehrere Probeklausuren zusammen machen? Nein. Also auch hier vielleicht noch mal ganz kurz: Probeklausur mache ich keinen Livestream. Ich erwarte, dass Sie sich das selbst durchkämpfen. Das müssen Sie dann tun. Okay, weil da sind Sie selbst jetzt im Endeffekt gefragt. Wenn ich das vorrechne, haben Sie selbst nichts davon. Schauen Sie mal, das ist ja so zum Beispiel wie beim Training. Wenn Sie mir jetzt sagen, ja, ich soll zeigen, wie zum Beispiel Bankdrücken geht, kann ich es ja tun. Mache ich ja in der Vorlesung. Okay? Aber dann müssen Sie selbst, verstehen Sie? Sie müssen selber ran. Ich mache das dann nicht für Sie. Sie müssen selbst in den Ring. Okay? Steigen, um jetzt hier dann den Gegner zu letzten Endeffekt jetzt hier dann wegzuhauen. Das müssen Sie selbst machen. Auch jetzt zum Beispiel, ich kann auch zeigen, wie man Klavier spielt. Aber Sie müssen es selbst machen, wenn Sie das nicht, wenn Sie das lernen wollen. Sie müssen es selbst machen. Ich habe Ihnen die Lösung gegeben. Ich würde im Prinzip jetzt hier nur das erzählen, was in der Lösung steht. Wenn Sie da konkrete Fragen haben, kann ich sie dann beantworten. Aber ich werde keine Aufgaben aus den Probeklausuren vorrechnen. Okay? Also Fragen dazu kann ich beantworten. Aber konkrete Fragen, also nicht so sagen, wie geht jetzt die Aufgabe 3 oder so, es steht in der Lösung. Okay?
So, fragt es vielleicht ganz kurz. Ja, also nur, dass Sie sich das jetzt im Endeffekt jetzt hier mal sehen. Okay, also wie wäre es möglich, Multiple-Choice-Aufgaben zusammenzurechnen, wo man vor allem die Richtigkeit von Formeln beweisen muss? Sagen Sie mir konkret welche. Sagen Sie konkret welche. Okay, mache ich ja auch zum Teil in den Probeklausuren. Okay, also zum Teil ist es jetzt hier dort auch letzten Endeffekt ja hier dann gegeben. Okay. Also Erwartungswert des arithmetischen Mittels, wenn es μ, weil μ sozusagen jetzt die Konstante am Ende übrig bleibt. Ja gut, also wenn die Zufallsvariablen IID sind, ja, dann ist der Erwartungswert des arithmetischen Mittels aus den Zufallsvariablen natürlich der Erwartungswert aus den jeweiligen einzelnen Zufallsvariablen. Das hatten wir ja. Na, okay. So, meine Damen und Herren. Okay, also wie gesagt, ich werde nachher nochmal einen Link posten bei Telegram. Da können Sie dann Themenvorschläge machen. Themenvorschläge, nicht Aufgaben, sondern Themenvorschläge bitte. Wenn Sie Fragen haben zu konkreten Aufgaben, können Sie das natürlich auch gerne da jetzt im Endeffekt jetzt hier das dann auch nochmal äußern. Aber ich hätte gerne konkrete Fragen. Sie müssen selbst ran. Ja, verstehen Sie? Es bringt nichts, wenn ich Ihnen Aufgaben vorrechne. Sie müssen es selbst. Ich kann es schon, Sie müssen es lernen. Wenn ich das jetzt hier in dem Fall dann vor Ihnen vorrechne, werden Sie das nicht mehr lernen. Das ist der Punkt. Okay? Kämpfen Sie sich bitte selbst durch. Und na, wie gesagt, da müssen Sie auch mal in der Lage sein, auch Lösungen nachzuvollziehen. Ich habe die Lösung, ja, also mit Verlaub, ja, ich mich jetzt nicht selbst loben, aber ich habe die Lösung sehr ausführlich jetzt hier dann dargestellt in den Probeklausuren. Okay? Und ich habe ewig lang gebraucht dafür. Und wie gesagt, dann tun Sie sich bitte selbst das nochmal selbst an. Ja, ich habe mir das auch angetan, dann machen Sie es bitte selber auch. Okay? So. Also, in der Aufgabe 35 braucht man die asymptotische Normalverteilung. Oder ich glaube nicht. Also, ich glaube, die Aufgabe 36 braucht man die nur. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, bis zum zentralen Grenzwertsatz können Sie die Aufgabe machen. Ich glaube, also 31, 32, 33, 34. Da bin ich mir ziemlich. Vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, 35 oder 36. Ich werde es nochmal nach Weihnachten nochmal ankündigen. Ja? Also, machen Sie mal erstmal die ersten drei Aufgaben, wenn Sie wollen. Und dann am 27. kriegen Sie nochmal eine Rundmail von mir bei Telegram. Okay. Was ist mit dem Freiheitsgrad? Nochmal, Freiheitsgrade werde ich dann im späteren Verlauf genauer erläutern. Freiheitsgrade sind erstmal bei der Chi-Quadratverteilung die Anzahl der Summanden, aus der sich die Chi-Quadratverteilung zusammensetzt. Sie wissen ja, dass die Chi-Quadratverteilung, hatte ich Ihnen ja gezeigt, sich aus der Summe von quadrierten standardnummerverteilten Zufallsvariablen zusammensetzt. Okay, und die Anzahl der Summanden, aus der sie besteht, sind jetzt hier dann erstmal für uns die Freiheitsgrade. Im späteren Verlauf werde ich diesen Begriff etwas genauer erläutern. Okay? Umfang der Klausur sowie Probeklausur? Nein, für die richtige Klausur werden sie 3 Stunden, also sind da 3 Stunden eingeplant, zumindest, das weiß ich noch. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier sagen kann. Okay, für die Probeklausur würde man nicht mit 3 Stunden ansetzen, aber wie gesagt, die Probeklausur ist schwer. Ich möchte hier keine zeitliche Vorgaben machen für die Probeklausuren. Sie sollen die Probeklausur in Ruhe durchrechnen. Wenn Sie 2 Tage brauchen, um das durchzurechnen, dann brauchen Sie halt 2 Tage dafür. Okay? Aber Sie sollen es ja lernen. Verstehen Sie? Ja, wenn man jetzt sich auf einen Marathon vorbereitet, okay, dann ist es jetzt hier dann nicht so, dass man letzten Endeffekt ständig seine Bestzeit beim Training läuft. Okay? Sondern wenn man zum Beispiel 4 Stunden laufen will, ja, dann läuft man erstmal beim Training vielleicht 5 Stunden oder so. Oder mit der Geschwindigkeit, wo man jetzt hier dann 5 oder 6 Stunden laufen würde. So fangen Sie an. Ja? Sie laufen jetzt nicht 42 Kilometer aus dem Stand, sondern Sie fangen erstmal an, laufen erstmal 5. Danach laufen Sie 7. Danach vielleicht 10 oder so. Verstehen Sie? Also nicht gleich jetzt hier dann Gas geben. Das würden Sie nicht schaffen. Deswegen möchte ich jetzt hier dann keine Zeitangaben machen für die Probeklausur, nicht, dass Sie dann Panik bekommen. Sie bekommen dann Stress. Ja. Okay, unnötig. Ja. Wenn Sie 2 Tage brauchen, um die Probeklausur zu rechnen, dann ist das gut. Glauben Sie mir. Okay? Ja, also Umfang der Probeklausur entspricht nicht der richtigen Klausur. Okay? Ja. Hier nochmal die Frage, am Ende meinten Sie ja, dass der Erwartungswert vom arithmetischen Mittel μ ist, ja, aber nur wenn die IID sind, ja, wenn die IID sind. Wieso ist dann aber letztendlich im Endeffekt, ja, ja gut, weil jetzt hier dann für den Limes, also was Sie jetzt hier dann auf der Folie dann gesehen haben, die Zufallsvariablen nicht unbedingt IID sein müssen. Das ist der Punkt. Ja, also um das Gesetz der großen Zahlen zu erfüllen, müssen die Zufallsvariablen nicht IID sein. Wenn sie IID sind, dann erfüllen Sie sie. Das sagt der Kolmogorow. Aber es gibt auch zum Beispiel jetzt hier auch ein erstes Gesetz. Ja? Das heißt, sie müssen aber nicht IID sein.
Aber dann könnte man trotzdem jetzt wieder sagen, dass das arithmetische Mittel, also der Wartungswert des arithmetischen Mittels gegen μ konvergieren wird. Trotz allem. Also auch dann, wenn sie nicht IID sind. Auch dann. Okay? Das ist der Grund. Okay? Also hier nochmal auf die Frage. Warum konvergiert das nicht gegen 3,5? Habe ich auch nicht behauptet, ja, dass es gegen 3,5 konvergiert. Ich habe nur behauptet, dass es fast sicher gegen 3,5 konvergiert. Das ist ein Unterschied. Okay? Es konvergiert nicht gegen 3,5. Wenn Sie das arithmetische Mittel von 10 mal 6 ausrechnen, haben Sie 6 raus und nicht 3,5. Also das arithmetische Mittel konvergiert nicht gegen 3,5. Das arithmetische Mittel konvergiert fast sicher gegen 3,5. Das ist das, was das Gesetz der großen Zahl sagt. Okay? Ja, das ist der Grund. Okay, 1,3 ist die Klausur. Ja, nee, 1,0 schreiben Sie. 1,0. Ja? Number one. Ja? 1,0 wollen Sie schreiben. Ja? Nicht 1,3. Ja? Volle Punktzahl, meine Damen und Herren. Ja? Volle Punktzahl. Okay? Ja, alles klar. Gut. Alright. Also, wie gesagt, wenn Sie mögen, Extra Stream für die Leute, die vielleicht nochmal irgendwas wiederholt haben möchten. ESS habe ich nochmal gesehen, dass das vielleicht irgendwie vielleicht ein bisschen zu schnell war. Schauen Sie sich erstmal vielleicht die Vorlesung an. Das ist eigentlich das Gleiche, was ich da machen würde, ja. Mit dem ESS und RSS und so, ja. Okay, also wir haben auch mal die Videos gemacht. Ja. Also zu jedem Beispiel habe ich auch mal ein Video gemacht. Ja. Machen Sie mal, vielleicht gucken Sie sich mal die Videos an, solange die nicht gesperrt sind. Ja. Alright, so natürlich vielen Dank, dass Sie die Beiträge jetzt hier dann auch geliked haben. Ich weiß gar nicht, kann man das bei Twitch eigentlich? Ja? Weiß nicht, kann man die Videos liken? Ja, die werden ja wahrscheinlich rausgenommen. Okay, noch irgendwelche Fragen? Jetzt hier bei YouTube. Wie gesagt, ich sehe es jetzt hier leider nur bei YouTube. Heute war intensiv. Jedes Mal ist es intensiv. Ja. Das ist jedes Mal so. Ja. Wann die Klausur ist, weiß ich noch nicht. Leider. Okay. Erstmal nur die Vorlesung. Ja, Sie haben ja noch Zeit bis dahin, aber wie gesagt, fangen Sie schon mal an. Ja. Okay. Machen Sie aber jetzt in dem Fall eine kleine Pause. Okay, also wie gesagt, bis zum 26. würde ich mal vorschlagen, machen Sie erstmal gar nichts. Sie müssen den Kopf freikriegen. Ja. Das ist wichtig. Ja. Regeneration. Ja. Auch beim Training ist so. Ja. Okay, wer nicht schläft, wächst nicht. Ja. Okay, Sie müssen sich erholen. Okay, so meine Damen und Herren. Alright. Okay, dann. Wie gesagt, ich warte noch mal ein paar Minütchen, ja, weil ich jetzt, mich jetzt hier dann verabschieden muss. Um 2 Uhr habe ich jetzt hier leider den nächsten Termin. So. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank, dass Sie natürlich jetzt hier die Beiträge liken. Wenn Sie dann Fragen haben, können Sie mir auch E-Mail schreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, ich poste mal gleich den Link bei Telegram. Machen Sie da bitte Themenvorschläge für jetzt hier dann den zusätzlichen Livestream, ja, wenn Sie gerne interessiert sind. Und biete ich gerne an. Okay? Aber jetzt, wir gehen jetzt hier dann nicht weiter. Also das nächste Thema wird dann sein, zentrale Grenzwerte. Meine Damen und Herren, dann, wie gesagt, ich sehe jetzt hier keine Fragen mehr. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen jetzt hier dann nochmal schöne Weihnachten, also schöne Feiertage, ja, also frohe Weihnachten, schrägstrich Feiertage. Und lassen Sie es sich gut gehen. Und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch wenn wir jetzt hier dieses Jahr Silvester nicht direkt feiern können, aber vielleicht können Sie es mal zu Hause machen. Erholen Sie sich zumindest jetzt hier bis zum 26. und dann fangen Sie an zu lernen. Und ich mache dann auch gegebenenfalls nochmal Livestreams. Ja? Okay. Alles klar. Also zusätzliche Livestreams, wenn Sie wollen, biete ich gerne an. Können Sie sich jetzt hier dann gerne zugesellen. Ich werde Sie dann über Telegram informieren, wann die stattfinden. So, meine Damen und Herren, frohe Feiertage, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr für Sie. Wir sehen uns dann im neuen Jahr spätestens wieder. Vielen Dank.